Aufnahme. Start. Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Zeichenstream zum Apple Day of Visibility. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ich komme aus Österreich, bin 28 Jahre alt, weiß und verwende keine Pronomen. Hi, hier Noah, ich bin Ace, demiromantisch, aplatonisch, komme aus Sachsen-Anhalt, bin ebenfalls weiß und 35 Jahre alt. Mein Name ist Charles, ich benutze deren den Pronomen. Ich komme aus Süddeutschland, ich bin Arrow Ace und aplatonisch. Und ja, wir sind heute nicht alleine hier. Melle ist auch da und Melle stellt sich auch vor. Hi, ich bin Melle, ich bin heute auch dabei. Ich zeichne heute den Wallpaper. Ich komme auch aus Deutschland, bin 29 Jahre alt und nutze sie, ihr Pronomen. Genau, und während wir hier jetzt über Aplatonik reden und über das aplatonische Spektrum und Fragen beantworten, sofern ihr welche her habt, wird Melle das coole Bild zeichnen, das ihr da schon seht, entweder auf Twitch oder auf Discord im Stream. Genau, den Stream gibt es auf Twitch und auf Discord. Auf Twitch kann er dann auch nachgeschaut werden, also bleibt jetzt hoffentlich online, nachdem wir die richtige Einstellung dafür gefunden haben und das letztes Mal ja nicht so gut geklappt hat. Aber wir lernen, würde ich sagen. Genau, und vielleicht noch ein Hinweis für die Fragen, wenn ihr welche stellen wollt oder Kommentare. Auf Discord, wenn ihr da Kommentare schreibt und möchtet, dass wir euren Namen nicht vorlesen, hier also das Ganze anonym vorgelesen wird, dann nehmt bitte das Sunglasses-Emoji. Das wird Doppelpunkt Sunglasses Doppelpunkt geschrieben in Discord. Und auf Twitch könnt ihr dieses Emoji mit einem großen B und einer Klammer zu hinbekommen. Und wenn ihr was kommentieren wollt oder schreiben wollt im Chat, was überhaupt gar nicht vorgelesen werden soll, dann auf Discord bitte die Fledermaus. Das ist, glaube ich, Doppelpunkt Bad Doppelpunkt. Und jetzt muss ich nochmal fragen, was war es bei Twitch? Das Vote Nay. Das heißt auch eben genau Vote Nay, das Emoji. Emoticon, das findet ihr. Okay, gut. Genau, wenn ihr da nicht wollt, dass es vorgelesen wird. Charles, erzähl uns mal, warum findet der Stream hier heute überhaupt statt? Der Stream heute findet statt, weil heute der 4. Mai, der Tag zur aplatonischen Visibility ist, also Sichtbarkeit. Und genau das machen wir heute, das aplatonische Spektrum sichtbar machen. Oder das ist unser Ziel. Dieser Tag findet seit 2022 jährlich statt und liegt auf dem 4. Mai. Finde, habe ich Fakten vergessen? Ich glaube nicht. Ja, genau. Worum geht es uns, so ein bisschen zu zeigen, worum es bei Aplatonik überhaupt geht, was es bedeutet, was das aplatonische Spektrum ist, vielleicht auch ein bisschen über Vorurteile aufzuklären und was der Begriff so bedeutet, genau. Oder wie wir Dinge so erleben oder wie wir Aplatonik erleben. Das ist es eigentlich, oder? Und Fragen zu beantworten heute auch. Genau, also stellt gerne fleißig Fragen. Ein bisschen was haben wir aber auch vorbereitet. Und ja, ich würde vorschlagen, ich steige einfach mal ein. Wahrscheinlich kommen wir damit klar. Wie immer. passt. Ich würde sagen, dann steigen wir doch einfach mal ein mit der Begriffsklärung. Jetzt haben wir so schön Aplatonik genannt, aber was ist denn Aplatonik überhaupt? Und da haben wir eine schöne Definition wieder für euch mitgebracht. Und zwar, Aplatonik ist eine platonische Orientierung und beschreibt Personen, die keine oder kaum platonische Anziehung empfinden und oder das Konzept platonischer Liebe nicht nachvollziehen können.
Aplatonik bedeutet nicht, dass eine Person Freundinnenschaften, keine Freundinnenschaften hat oder möchte, auch wenn solche ebenfalls aplatonisch sein können. Und weiter kann man auch sagen, der Begriff wird auch von Menschen verwendet, um zu beschreiben, dass sie keine Squishes erleben und oder keine queerplatonische Beziehung möchten. Squishes ist quasi der platonische Quatsch, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Genau, also es gibt einfach auch hier unterschiedliche Gründe, warum Personen den Begriff für sich verwenden. Einfach in manchen Fällen geht es um Anziehung, in manchen Fällen geht es wirklich um Wunsch nach platonischen Beziehungen. In anderen Fällen geht es darum zu sagen, hey, ich empfinde keine Squishes oder auch für mal andere Menschen, ich will keine queer-platonischen Beziehungen. Oder auch was ganz anderes. Wie immer, wenn eine Person den Begriff auch für sich hilfreich findet, dann wollen wir den auch nicht gatekeepen in dem Fall. Ja. Wir haben auch noch eine Definition zum aplatonischen Spektrum. Möchte die nochmal wer vorlesen? Kann die gerne auch zum Besten geben. Also das aplatonische Spektrum beschreibt das Spektrum platonischer Orientierungen, die unter dem Schirmbegriff der Aplatonik fallen. Personen, die auf dem aplatonischen Spektrum befinden, die sich auf dem aplatonischen Spektrum befinden, haben mitunter keine platonische Anziehung oder empfinden diese auf eine Weise, die nicht den gesellschaftlichen Normen entspricht. Beispielsweise nur selten, schwach oder unbeständig, sodass sie sich mit Aplatonik mehr identifizieren als mit Alloplatonik. Genau. Und wenn wir hier über Entschuldigung, Charles, bitte. Nee, ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. Wenn wir über platonische Anziehung sprechen, dann ist natürlich auch die Frage, was das bedeutet. Und dabei handelt es sich um das Verlangen oder die Definition dazu, die wir hier uns geeinigt haben, ist, dass es sich um das Verlangen handelt, eine enge oder engere platonische Beziehung oder Kameradschaft oder Bekanntschaft mit einem anderen Menschen einzugehen. Und mitunter der Wille oder Interesse, Erfahrungen zu teilen oder eine sehr tiefe Lebensfreundschaft einzugehen, ohne romantische Gefühle mit einzubeziehen. Sehr cool. Und bevor wir jetzt weitermachen und warten, ob vielleicht schon irgendjemand eine Frage hat oder irgendeine Person schon eine Frage hat, könnten wir ja mal kurz das Bild beschreiben, das Melle da nebenbei malt. Für alle, die das vielleicht gerade nicht anschauen können. Genau. Was sehen wir? Wir sehen in der Mitte zentral eine Person, also Apple, mit einem Apfelkorb in der Hand, langen Haaren, das Sidecut, glaube ich. Und rechts davon sehen wir einen Ofen mit Apfelkuchen drin. Also Apple trägt auch einen Korb mit Äpfeln in der Hand, rechts sehen wir den Ofen mit Apfelkuchen drin und davor steht Aaron mit so einem hölzernen oder mit so einem Kuchenschieber. Brotschieber heißt das. Und Brotschieber, danke. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und daneben gegoogelt. Den Teddy Flick, der schon in... Sehr gut. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht, ich nicht. Nee. Daneben haben wir den Teddy Flick, der in den Ofen schaut und sich schon auf den Kuchen freut. Und so links hinter Apple steht noch AC an einem Tisch und rührt Kuchenteig und mit einigen Backutensilien und einem Kochbuch, Backbuch. Und links von dem Tisch steht noch so eine Art Picknickkorb. Genau. Genau, das ist Bild. Auf Twitch wurde schon eine Frage gestellt. Magst du die mal vorlesen? Ja, da geht es darum, wie es uns damit geht, wenn Menschen oder Leute einen Squish auf uns haben. Sollen wir vorab einmal beantworten, wo wir auf dem aplatonischen Spektrum stehen? Und dann vielleicht uns der Frage Ja, geben? Das ist, glaube ich, ganz. Das gibt, glaube ich, Kontext und dann können wir uns an die Frage machen, denke ich. Ganz, ganz kurz, ich brauche mal bitte den, eine Person hört uns wahrscheinlich nicht, ich bräuchte mal bitte den, können wir kurz den Twitch-Channel-Link quasi mal hier in Discord reinpacken? Dass die Person vielleicht auf, genau, dann lieber auf Twitch geht, wenn hier nichts gehört wird, wie gesagt, wir streamen da, dann lieber vielleicht da zuhören,
Genau. Okay, ja, andere so, Leute Entschuldigung, hören uns wir aber wollten. Hoffentlich. Ja, wir sollten nochmal fragen. Also, wenn nichts kommt, wir reden auch. Hört ihr uns? Ich frage mal lieber. Ja, also andere Leute ging jetzt hören eigentlich uns. Das ist sehr gut. Gut, okay. Ich hoffe ja okay, doch auch, dann dass würde die ich Leute sagen, irgendwann was schreiben, wenn sie nichts hören und, und nicht zu, keine Ahnung, okay. Zu 12 hier sitzen. Das Schöne und ist, die Person hört uns auf Twitch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, jetzt die Frage. Also erstmal, wo wir uns verorten, ja? Ja, ja. Genau. Genau. Dann fange ich jetzt einfach mal rotzfrech an, weil ich sowieso schon das Wort schon geschnappt habe. Also ich habe lange hin und her überlegt, wo ich mich da genau verorte und bin dabei gelandet, dass ich einfach sage, ich bin aplatonisch. Das ist für mich das Sinnigste, weil ich kenne platonische Anziehung nicht, ich kenne Squishes nicht von mir selber. Ich habe trotzdem FreundInnenschaften und ich kann die trotzdem halten und ich kann trotzdem platonische Bindungen irgendwann aufbauen über die Zeit, aber ja, da ich das nicht kenne, sage ich einfach, ich bin aplatonisch und damit bin ich fein. Da schließe ich mich direkt an, weil Noah, ich finde, du hast das sehr gut auch für mich zusammengefasst. Ich empfinde keine platonische Anziehung oder Squishes. Deswegen sage ich für mich selber einfach, dass ich aplatonisch bin und habe das nicht weiter definiert, weil auch ich habe Freundinnenschaften, die mir wichtig sind und in denen ich irgendwie Erfüllung finde und trotzdem empfinde ich keine platonische Anziehung. Ja, also bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin irgendwo in dem tollen Grauspektrum, für das wir das Spektrum definieren. Ich denke, es ist für mich immer so ein bisschen komplizierter, weil ich platonische Anziehung so ganz schlecht greifen kann. Inzwischen besser, glaube ich, als früher. Also ich kann auch ganz schwer sagen, wo ich das gegebenenfalls empfunden habe. Und ich bin dann nach längerem drüber nachdenken zu dem Schluss gekommen, dass es so zwei oder maximal drei Fälle in meinem Leben von 28 Jahren gibt, wo ich mir denke, ja, da habe ich eventuell sowas wie platonische Anziehung und oder sogar einen Squish empfunden. Ja, aber ich komme dann so ein bisschen zu dem Schluss, dass zwei bis drei Mal auf Lebenszeit, wenn das überhaupt der Fall war, jetzt nicht so viel sein dürfte, im Gegensatz zu Alloplatonik. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass ich von dem her, wie ich meine FreundInnenschaften sehe und damit umgehe, Menschen auf dem aplatonischen Spektrum oder aplatonischen Personen recht nahe bin oft. Dementsprechend würde ich mich so irgendwie im Bereich Grauplatonik einordnen und sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass das platonische Anziehung so was ist, was ich so gar nicht empfinde. Also ich weiß ja auch zum Beispiel bei romantischer Anziehung, da bin ich mir sehr sicher, dass ich das nicht habe. Und ich habe generell das Gefühl, dass ich oft klarer sagen kann, was gar nicht da ist, als was denn da ist. Und deswegen fühle ich mich in dem, wo ich so merke, ich kann nicht sagen, dass es gar nicht da ist, ich kann nicht sagen, dass es sicher da ist und dass ich das erlebe, da fühle ich mich, oder dass ich das öfters erlebe. Dementsprechend fühle ich mich da auf dem Spektrum relativ wohl inzwischen. Und Finn, wie gehst du damit um, wenn jeder Mensch auf dich einen platonischen Crush hat? Gute Frage. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie ich auch zu der Person stehe. Ich habe an sich kein Problem damit, wenn eine Person auf mich einen platonischen Crush hat, solange das nicht irgendwie, also das Problem entsteht ja dort oder kann ja dort entstehen, wo irgendwie meine Grenzen nicht gewahrt werden oder wo ich mir schwer tue, meine Grenzen zu setzen oder wo es ein Problem für eine andere Person ist, dass ich eine Grenze setze oder so. Das ist, denke ich, das kann ein Problem werden, aber an sich habe ich keine Probleme, wenn eine Person einen Squish auf mich hat, sofern ich irgendwas mit der Person anfangen kann, sage ich mal. Ich kann jetzt auch, ich würde sagen, ich kann mit
vielen Personen was anfangen, irgendwas anfangen, sage ich mal. Aber gleichzeitig dementsprechend denke ich mir, wenn eine Person halt einen Squish hat und Zeit mit mir platonisch verbringen will oder auch eine platonische Beziehung aufbauen will und ich das Gefühl habe, das funktioniert und die Person pusht nicht zu sehr oder so, dann kann ich damit auch umgehen. Ich denke, da ist halt die Kommunikation von eigenen Bedürfnissen und für mich eine Kommunikation von Grenzen gegebenenfalls wichtig. Ja, und das miteinander, also ja, dass miteinander kommuniziert werden kann, weil ja, sonst ist es ja nicht das, also ich glaube, dass das da der Punkt ist und dass das auch dann passieren kann, aber der Squish per se für sich selbst sehe ich jetzt nicht das Problem. Ja. Noah, wie ist es bei dir? Also wenn jetzt jemand einen Squish auf mich hat, wäre jetzt an sich, ähnlich wie Finn sagt, jetzt für mich auch nicht das Problem. Nur wenn die Person meine Grenzen nicht achtet, dann würde, wie gesagt, daraus ein Problem werden. Aber das kann man ja, wie gesagt, das kann man ja besprechen. Also ich kann es halt nicht nachvollziehen und im ersten Moment ist das wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, weil ich nicht verstehen kann, wie jemand so fasziniert von mir sein kann. Andererseits, über romantische Anziehung kann ich schon nachvollziehen, weil ich bin ja demiromantisch. Und da kann ich ja auch total fasziniert von jemandem sein. Also warum soll das nicht auf der platonischen Ebene gehen? Aber ja, Finn, du wolltest was sagen? Mir ist noch was eingefallen für mich dazu. Wenn ich dich nicht, also wenn du fertig bist. Bist du fertig? Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, also okay. Ja. Nee, ich wollte noch sagen, dass ich glaube, dass ich auch tatsächlich besser damit, oder was heißt besser? Ich glaube, ich habe in den letzten Jahren auch gelernt, wie ich ungefähr mit Leuten umgehen kann, die einen Crush auf mich haben, aber ich glaube, dass ich mir leichter tue, tatsächlich mit Leuten damit umzugehen, wenn eine Person einen Squish auf mich hat, als wenn eine Person einen Crush auf mich hat. Das war nochmal so ein Gedanke. Charles, was sagst du? Ja, also im Abgrenzung zu einem romantischen Crush oder einem Crush, der mir tatsächlich unangenehm wäre, finde ich jetzt auch einen Squish nicht unangenehm pauschal. Aber es ist schon so, dass es bisher, wenn das irgendwie passiert ist oder ich das irgendwie gemerkt habe oder das Gefühl da hatte, dass ich schon irgendwie, weil ich bin in meinen Freundschaften relativ inkonsistent und oft hatte ich dann das, also in meiner Vergangenheit waren es dann oft Menschen, die einen Squish auf mich hatten oder von denen ich das dachte, die relativ intensiv Freundinnenschaften pflegen, was eben, ich meine, nur das kommt so ein bisschen drauf, oder auch finde, es kommt ein bisschen zurück, was ihr beide ja gesagt habt, dass so ein bisschen auf Kommunikation drauf ankommt und Grenzen gewahrt werden. Ich rutsche dann eben ganz schnell in so ein Ding, dass ich die Person nicht enttäuschen will und aber auch weiß, dass das für mich Kapazitäten sind, die ich irgendwie nicht zur Verfügung habe. Oder auch freundschaftliche, also eine Beziehung, die ich so nicht führen möchte. Und deswegen ist es schon immer ein bisschen eine Situation, die ich, die unter anderem dann in der Zeit auch für mich selber anstrengend sein kann. Also wo ich dann merke, dass es für mich dann anstrengend ist. Genau. Ich würde sagen, bist fertig? Oder nicht, dass du jetzt reinrede? Okay, jetzt wo du das gesagt hast, also ein bisschen anstrengend kann das schon werden, wenn das halt über die Zeit dauert. Und ja, die Gefahr besteht vielleicht auch, dass ich im ersten Moment versuche, der Person zu entsprechen, aber ich merke halt, ich habe nicht so viel, ich sag mal, Sozialbatterie. Ich sage immer, ich bin halt introvertiert und meine soziale Batterie geht relativ schnell alle. Und ich bin dann sowieso gezwungen, da irgendwo einen Cut zu setzen und sagen, es ist toll mit dir, aber ich kann nicht mehr. Darüber kann ich das, glaube ich, dann noch. Ja. Wir haben übrigens auch auf Discord eine Frage, aber mach erstmal. Ja, ich wollte dazu nur sagen, es ist gar nicht so, dass ich der Person dann gerecht werden will. Ich denke einfach immer schon daran, dass die Person enttäuscht wird oder dass ich einfach, also dass ich versuche, also ich komme dann nicht in die Gelegenheit, wo ich dann über meine Kapazitäten hinausgehe, sondern wo ich halt einfach Angst habe, dass ich die, oder Bedenken habe, dass die Person halt einfach enttäuscht von mir als Person ist und dann irgendwie, ja, so anfangs positive Gefühle ins Negative umschlagen.
Ja. Okay. Wollen wir uns die Frage hier auf Discord anschauen? Ja. Ja, sicher. Gut. Eine Person hat die Frage gestellt, kennt ihr Personen, die nicht aplatonisch sind? Wie ist deren Verhalten anders als eures? Also, ich kenne, glaube ich, viele, erstmal, das ist jetzt, ich glaube, dass alle Menschen, die sich tatsächlich mit einem Label wie alloplatonisch oder aplatonisch labeln, auch sehr oft auch auf dem A-Spec oder sich zumindest mit einem Split Attraction Model auseinandergesetzt haben und dafür sich irgendwie Antworten für sich selber finden. Was ich jetzt beschreiben werde, ist eine Person, die sich selber nicht als aplatonisch labelt, weil die Person sich damit jetzt nicht auseinandergesetzt hat, aber ich mache das jetzt mal, weil das ist das ist von einer befreundeten Person, der Ehemann, und das ist wirklich, der sitzt manchmal da und erzählt von Bekanntschaften, die er neu geschlossen hat, mit ganz großen leuchtenden Augen und sagt dann, ich will unbedingt mit wieder zum Hockeyspiel schauen gehen mit der Person und ich, das ist so eine coole Person, ich will mit der befreundet sein, und das ist irgendwie richtig faszinierend zu sehen, dass hier, also die besagte Person das auch so ausdrückt und so richtig mit so einem strahlenden Gesicht da sitzt und so von so einer Person so begeistert ist und einfach so eine Freundschaft führen will. Und ich finde, das ist so ein Verhalten, was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe. So, ja, wenn das als Beispiel zählt. Ich bin mir gerade nicht sicher, was alles als Verhalten zählt. Ich habe generell das Gefühl, dass meine Freundinnenschaften zumindest, bis sich eine Bindung aufbaut, und auch dann, dass ich die sehr nach Nutzen für mich und für die andere Person kategorisiere und sehe und einordne. Oder für die anderen Personen eigentlich. Und auch, ich weiß nicht, ich kenne halt wenige Leute, die ihre Bekanntschaften und Freundinnenschaften in Listen führen mit dem Datum des letzten Kontakts, mit der Art des letzten Kontakts und die regelmäßig durchgehen, um mit Leuten Kontakt zu halten. I don't know. Das ist eigentlich mein Beispiel für immer. Okay, dann sollte ich vielleicht noch was dazu sagen. Also ja, ich kenne definitiv ganze Menge Personen, die nicht aplatonisch sind. Wie das Verhalten anders ist, weiß ich nicht, ob man das wirklich am Verhalten merkt, weil ich habe mir ja, ich sag mal, ich habe mir ähnlich wie Finn, jetzt nicht direkt Listen, aber ich habe so ein Zeitempfinden und ich merke, okay, bei dem Menschen habe ich mich eine Weile nicht mehr gemeldet. Und dadurch, dass wir auch regelmäßig, also so alle 1-2 Monate Treffen machen, im Monat oder uns bei Pen und Paper Runden oder irgendwelche anderen Sachen treffen, klappt das eigentlich auch mit dem regelmäßigen Kontakt. Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ich glaube, von außen merkt man das vielleicht gar nicht. Außer vielleicht daran, dass es Menschen gibt, die sehr schwärmen für andere Menschen und ich halt nicht so wirklich schwärmen kann. Und ich kenne halt einfach dieses Gefühl nicht, wie wenn, also ich hatte mich letztens erst auf einem Stammtisch mit einer Person unterhalten, die einfach dieses Gefühl kennt, wow, dieser Mensch ist so toll, mit dem möchte ich befreundet sein und yeah, und ich da saß, ja, kenne ich nicht, sag mir nichts. Das habe ich nicht, aber das sieht man, glaube ich, von außen nicht. Vielleicht sieht man höchstens, dass ich mich weniger begeistere. Andererseits kann ich mich für Situationen begeistern, zum Beispiel Pen- und Paper-Runden, und dann merkt man vielleicht von außen nicht, ob ich mich für die Runde begeistere oder eher für die Menschen. Und bei mir ist es dann tatsächlich eher für die Runde, für die Situation, und das sieht man ja von außen nicht. Also ich glaube, wenn ich es nicht sagen würde, würden die meisten Menschen nicht merken, dass ich aplatonisch bin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mache das fürs A-Spec, ich mache das für den Podcast, weil ich es wichtig finde, aber ich glaube, ich würde auch ohne mich als aplatonisch zu labeln gut durch die Welt kommen. Ich glaube, gut durch die Welt kommen wir oft, also kommen wir mit vielem, sage ich mal. Ja, ich wollte gerade noch was sagen und habe es jetzt vergessen. Ist echt schlimm. Sorry. Ja, doch, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, weil ich es vorher nicht gesagt habe, klar kenne ich alloplatonische Personen, ich glaube auch jede Menge. Ich glaube, ein bisschen ist es auch für mich das Bedürfnis nach Bekanntschaften, Freundinnenschaften, platonischen Kontakten, wo ich das Gefühl habe, dass es so ein bisschen anders ist. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben, ist aber auch die Frage, inwieweit wird das von außen gesehen, dieses
oder auch dieses mit dieser Person will ich befreundet sein, das, wie gesagt, das kenne ich eigentlich kaum, beziehungsweise nur selten. Und dementsprechend dann halt das Verhalten. Ich lerne viele Menschen über Aktivitäten kennen, behalte mir die dann teilweise auch nur für bestimmte Aktivitäten. Und ja, ich habe das Gefühl, oder auch wenn ich in so Dinge, die ich mitkriege, wenn ich auf der Arbeit bin und immer wieder mal mitkriege, wie schnell sich Leute mit neuen Leuten anfreunden. Und zwar richtig anfreunden und wieder Freundinnenschaften entstehen unter KollegInnen, die auch außerhalb der Arbeit existieren und funktionieren. Und ich bin dann halt da und irgendwie so, okay, wann ist das passiert und wie passiert das? Weil ich rede schon auch mit Leuten und teilweise über die Zeit, nachdem ich jetzt, wie lang, fast 3 Jahre in dem Job bin, habe ich auch das Gefühl, dass ich mit manchen Leuten so einen anderen Kontakt auch außerhalb von Arbeit habe, mit sehr wenigen. Aber ich frage mich dann schon auch, wie passiert das und wie passiert das so schnell und wie passiert das vor allem ohne eine Aktivität? Das lief bei mir halt wieder über eine Aktivität und über eine ganz bestimmte Gruppe. Und dass ich gefragt wurde diesbezüglich, aber nicht so, wie es gefühlt zu laufen scheint. I don't know. Kompliziert. Und ich weiß auch nicht, also wie weit sich dadurch dann mein Verhalten unterscheidet von dem von anderen, ist wahrscheinlich etwas, was die anderen Personen gefragt werden müssten, glaube ich. Oh ja, das stimmt. Wir haben gerade einen Kommentar dazu bekommen, wie super cool Melle die Schattierungen auf der Kleidung malt. Und dazu sage ich vielleicht, Apple bekommt gerade ein Oberteil in den Farben der aplatonischen Flagge gemalt. Ja, ich habe sie mir extra oben hinkopiert, damit ich alles richtig mache. Sehr cool. Sehr cool, danke. Guter Einwurf. Vielleicht auch der Hinweis, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, vom Motiv her, die feiern eben da auch den Apple Day, deswegen wird auch Apfelkuchen gebacken. Genau, und im Hintergrund haben wir Wald. Das habe ich auch nicht erwähnt. Oder Bäume zumindest. Ja. Ob es Wald ist, ist eine andere Frage. Bäume. Ja, das kommt noch. Ja, vielleicht steht nicht im Wald ein Ofen. Ja, vermutlich nicht. Vielleicht eher im Apfelbaumgarten oder sonst wo. Keine Ahnung, was da rauskommt. Wenn man mal spontan Apfelkuchen backen will, dann braucht man ja auch den Ofen. Ja. Okay. Yes. Zum Verhalten, Noah oder Finn, habt ihr dazu noch was zu ergänzen? Es wird gerade gefragt, wo könnt ihr vielleicht die Farbfrage klären, wie eben im Hangout diskutiert haben. Oh, warte, wenn ihr mir kurz Zeit gibt, kann ich das raussuchen mit den Farben. Vielleicht können wir schon zur nächsten Frage springen. Ich suche das kurz raus, die Bedeutung der Farben. Moment. Okay, ja, Finn, dann hast du noch zum Verhalten was hinzuzufügen? Gerade nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon ganz viel gerambelt und eigentlich nur vor mich hingelabert. Okay. Und nee, ich fand den, also ich habe das auf jeden Fall sinnvoll war, was ich gesagt habe. Ich wollte was Ähnliches sagen. Also ich fand es auf jeden Fall sinnvoll, dass eben das Verhalten innerhalb, wie Freundinnenschaften geschlossen werden, anfangs dann auf jeden Fall irgendwie unterschiedlich ist. Oder ich da auch einen Unterschied zwischen mir und anderen Menschen sehe. Okay, dann natürlich die Frage, ob du dazu noch was hinzuzufügen kannst, weil ich glaube, das haben wir jetzt eh schon angesprochen, was für uns Aplatonik oder das Apple Spec bedeutet. Vielleicht noch ganz kurz, Entschuldigung, ich will nur kurz erkennen, weil wir gerade geschrieben haben, weil eine Person hat das gerade verstanden. Diese Äpfel, die kommen von der Abkürzung APL und APL wird Apple gesprochen. Deswegen. Okay, genau, Entschuldigung. Genau, und APL ist die Abkürzung für Aplatonik und darum ist der Apfel auch ein Aplatonik-Symbol. Genau, weil Apple Englisch für Apfel ist. Ja. Ja.
Nee, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Okay, dann die Frage an dich. Wie interagiert dein Apple-Sign mit oder Apple-Spec-Sign mit anderen Identitäten von dir? Ach Mann, das ist doch eine Frage, die wir Noir stellen müssten, aber nee. Die können wir mir auch gleich stellen. Ich kann aber vorher noch ganz kurz das mit den Flaggenfarben raushauen, wenn ihr möchtet. Ja. Mach das sofort, dann habe ich eine Sekunde Zeit nachzudenken. Oder länger. Ja, warte, ich muss nur noch die Seite laden. Weil das habe ich schon mal rausgesucht, deswegen. Also erstmal, die Flagge entstand im Oktober 2014 auf Tumblr, wenn das interessiert. Lila, blau, grün gehaltene Streifen wurde gewählt, weil sie Gegenteil von Gelb, Braun und Rosa Farben, die als typisch für Freundschaft empfunden werden, repräsentieren sollen. Der cremefarbene Streifen bedeutet, dass eine aplatonische Person immer noch allosexuell und oder alloromantisch sein kann. Besagter Streifen wird eigentlich als weiß betitelt, weil er wohl nur aus ästhetischen Gründen in Creme statt eigentlich weiß gehalten ist. Also wie gesagt, die Farben sind gewählt worden eben als Gegenteil von Gelb, Braun und Rosa. Und weil die eben für Freundschaft stehen, genau. Und daher wer sagt, dass sie für Freundschaft stehen, kann ich jetzt aber nicht beantworten. Also es wurden wir auch gerade gefragt, aber da sind wir, glaube ich, überfragt. Nee, das wissen wir auch nicht. Das ist nur das, was wir über die Flagge halt rausbekommen haben. Genau, aber warum die für Freundschaft stehen, keine Ahnung. Das müsst ihr Tumblr fragen. Wahrscheinlich auf Englisch, weil das ist alles auf Englisch. Wahrscheinlich haben aber Leute auf Tumblr entschieden. Also gelb ist, glaube ich, so ein bisschen, also zu gelb kann ich ein bisschen was sagen, weil gelbe Rosen sind ja auch irgendwie die Freundschaftsrosen. In der Blumensymbolik, wenn sie nicht gerade für Eifersucht stehen, stehen die gelben Rosen für Freundinnenschaft. Also vielleicht deswegen, das wäre jetzt aber nur ein Guess. Also, ja. Das kann schnell schnell fehlleitend sein. Ja, und was mit Braun und Rosa ist, I don't know. Und hat es für euch... Braun für Schokolade? Und Schokolade als... kann man mit Freunden gut teilen? Entschuldigung. Was wolltest du, Charles? Ich wollte noch fragen, ob für euch das Blau ein Lavendel-Vibe hat. Ich weiß nicht. Leucht. Also, wieso? Hätte es da eine Bedeutung? Ich finde, die Aplatonic-Flagge hat voll coole Farben, aber an Lavendel habe ich noch nicht gedacht dabei. Persönlich. Ich heiß jetzt nicht, dass anderen Menschen nicht so gehen kann, aber vielleicht denke ich auch einfach nicht direkt an Lavendel, weil Blau, Lila. Bei Blau generell, also bei Lila denke ich an Lavendel, bei Blau ist für mich generell eine Farbe, die jetzt mit Lavendel für mich irgendwie weniger zu tun hat. Aber gut. Ja, keine Ahnung. Na gut, aber du wolltest eigentlich die Frage stellen, was bedeutet Aplatonic Applespec für uns? Ja. Für die anderen Identitäten. Für die anderen Identitäten. Für mich hat es Sicherheit in meiner Demiromantik gebracht, weil ich mir nämlich jetzt immer sicher bin, aha, ich bin gerade dabei, mich zu verlieben, weil andere Anziehung von ästhetischer und sensueller, die aber mit der romantischen zusammenkommen, mal abgesehen, ist ja Demiromantik meine einzige wirklich starke Anziehung, die ich auch nur äußerst selten zu anderen Menschen spüren kann. Und seit ich weiß, dass ich aplatonisch bin, hat sich einiges für mich aufgeklärt. Also in der Hinsicht. Weil ich habe mich vorher mal gefragt, warum wissen die Leute nicht, wenn sie sich verlieben? Für mich ist das sofort klar. Ja, weil ich platonische Anziehung nicht habe. Also in der Hinsicht spielt es für mich zusammen, dass ich dadurch besser unterscheiden kann. Aber ansonsten interagiert das jetzt nicht unbedingt. Bloß gibt es vermutlich auch unterschiedliche Arten, wie Leute sich verlieben können. Und unterschiedliche Intensitäten. Also für mich war das irgendwie so erst, dass ich halt das Thema um Aromantik für mich geklärt habe. Und als ich mir dann angeschaut habe, okay, aber ich habe ja freundschaftliche Beziehungen oder platonische Beziehungen. Und wie
kommt es dazu oder wie stehe ich dazu, dass sich das dann für mich irgendwie so ergeben hat. Aber ich habe auf jeden Fall für Aplatonik viel weniger das deutsche Wort für Soul-Searching, also so in mich selber reingehört, wie für Aromantik. Also irgendwie ging das dann im zweiten Prozess irgendwie ein bisschen schneller und dann war ich halt so, okay, das ist ganz gut zu wissen und ich glaube, so Aplatonik ist für mich so ein bisschen ein Arbeitsbegriff, mit dem ich selber mich einschätzen kann, wenn es irgendwie um platonische Beziehungen geht oder um die, vor allem die Begründung platonischer Beziehungen. Ja, Noah? Mir ist, weil du das gerade gesagt hast, ist mir noch eingefallen, ich habe mich, um mich aplatonisch zu labeln, noch viel länger gebraucht und habe am Anfang, bin ich über Gray gegangen, bevor ich mir eingestehen konnte, dass ich wirklich vollständig aplatonisch, also vollständig in Anführungszeichen, aplatonisch bin, weil ich am Anfang das zu sehr das Vorurteil hatte, aplatonisch bedeutet, dass man keine Freundinnenschaften haben kann und das war ja bei mir nie der Fall. Deswegen habe ich mich echt schwer getan am Anfang, mich wirklich jetzt aplatonisch zu labeln, aber inzwischen ja, bin ich damit fein. Ich glaube, ich kann zwei Sachen sagen, aber das erste, was mir so ein bisschen einfällt, ist, dass, weil ich ja doch ab und zu, also ich weiß, dass die Situationen, wo ich jetzt sage, das waren gegebenenfalls Situationen, wo ich sowas wie platonisch oder wo ich etwas erlebt habe, was als platonische Anziehung oder als Squish bezeichnet werden könnte, vielleicht, dass das die Situationen sind, wo ich auch wo ich auch eine Zeit lang einfach überlegt habe, ist das eigentlich irgendwie was Romantisches? Ist das vielleicht was anderes, also als ich im Aro-Questioning war, ich glaube, wenn ich nicht aplatonisch oder nicht auf dem aplatonischen Spektrum wäre, wäre das einfach noch viel, viel verwirrender oder so. Also vielleicht ist das so ein bisschen eine Interaktion. Das andere, was mir so ein bisschen oder was mir direkt einfällt bei der Frage, ist, dass ich dass es eher etwas damit, weniger mit den anderen Identitäten per se zu tun hat, aber wie ich mit der Aro- und Ace-Community interagiere. Wie ich mit der Aceback-Community interagiere, beziehungsweise damit, was ich in der Aceback-Community erlebe, weil es doch auch, und das ist nicht Schlechtes. Also das ist jetzt kein, das darf nicht so sein, aber weil es doch auch immer wieder dann sehr um Freundinnenschaften geht oder um Squishes oder um das Erleben platonischer Anziehung zu einem sehr erstmal nicht schlechten Ausmaß und ich dann schon oft so ein Befremdungsgefühl erlebe, so. Und dann natürlich spätestens dann, wenn, und das ist jetzt weg von dem in einem okayen Rahmen für mich, spätestens dann, wenn irgendjemand sagt, ja, wir lieben ja unsere FreundInnen oder so, sitze ich so ein bisschen da und denke mir so, hey, nicht zwangsläufig. Und dann bin ich dann fühle ich mich als Applespec und als Applespec-Person und als Person, die sich auch als Loveless beschreiben würde, nicht in der Community gesehen, angenommen und eben auch entfremdet. Aber das ist mehr eine Community-Sache auf der Seite, als es mit einer Interaktion zwischen den Identitäten direkt zu tun hat, denke ich. Ja. Ja, Noah? Wir haben eine Frage von Kira bekommen und auch eine Antwort, eine Frage von einer Person bekommen. Und zwar hat die Person geschrieben, ich tue mir mit Aplatonik ehrlicherweise sehr schwer,
Entschuldigung nochmal. Ich tue mir mit Aplatonik ehrlicherweise sehr schwer zu verstehen, weil das, was sich da beschrieben wird, wird auch von vielen, vor allem Singlefrauen, Ü30 berichtet, wenn es um Freundschaften geht. Wie kann man denn Aplatonik einfach nur von schwierigem Alter zum Freundschaften schließen abgrenzen? Da hat übrigens auch eine Person darauf geantwortet. Soll ich das mit vorlesen gleich? Oder? Ja. Ja. Ja, okay, also als Antwort kam noch von Gregor, Frauen über 30 und speziell über 40 haben auch deshalb Schwierigkeiten, sich mit gleichaltrigen liierten Frauen anzufreunden, weil diese Angst haben, die Single-Frau nimmt ihnen die Männer weg. Wobei ich sagen muss, man muss sich ja nicht unbedingt als Frau oder weiblich gelesene Person unbedingt mit weiblich gelesenen Personen anfreunden. Aber ja, gut, Finn, du wolltest, glaube ich, du hast die Hand gehoben. Ja, ich finde die Frage generell sehr spannend, weil ja von uns jetzt, also klar können Personen auf dem aplatonischen Spektrum auch Schwierigkeiten haben, Freundinnenschaften zu schließen. Und manche Leute labeln sich vielleicht auch unter anderem deswegen so. Aber von uns ist hier ja jetzt auch keine Person, die Schwierigkeiten hat, Freundinnenschaften zu schließen, oder? Nö, ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten. Zumindest ist das nicht zwangsläufig so. Und ich denke, ich weiß auch gar nicht, ob das so klar in jedem, also klar ist die Frage, wie können wir das abgrenzen? Die Frage ist, können wir das zu 100% abgrenzen? Oder ist das überhaupt eine sinnvolle Frage in dem Zusammenhang? Also, ich habe ja schon auch andere Gründe, was das angeht. Und ich glaube halt nicht, dass Aplatonik damit überhaupt gleichzusetzen ist. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich in der Zeit, in der ich Probleme hatte, Freundinnenschaften zu schließen, da war ich um einiges jünger. Und jetzt bin ich Ende 20 und habe viel weniger Probleme, Freundinnenschaften zu schließen. Ich schließe sie halt wahrscheinlich nicht so wie andere Menschen gefühlt. Oder ich gehe anders mit ihnen um als andere Menschen oder handle sie anders als andere Menschen oder nehme sie anders wahr und ordne sie anders ein, wenn ich so mich mit Leuten unterhalte. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich einer Person, also ich kann ja auch nicht einer Person sagen, ja, du bist vielleicht nicht aplatonisch oder auf dem aplatonischen Spektrum, sondern hast vielleicht nur Probleme, Freundinnenschaften zu schließen. Ja, vielleicht, aber dann kann die Person ja trotzdem diesbezüglich aplatonisch oder auf dem Spektrum sein oder beides. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade mehr geredet, als Sinn gemacht hat. I don't know. Nee. Das ist ja auch immer nur was jede Person über sich selber sagen kann, ob jetzt Mensch aromantisch ist, aplatonisch ist oder auf dem aplatonischen Spektrum ist. Für mich ist, was auch unten dann in einem weiteren Kommentar gesagt wurde, ich lese einfach gleich noch vor, also da hat Laura geschrieben, da kann ich auch mal die Frage beantworten. Ich habe damit schon mein Leben lang sehr deutlich Probleme, das Konzept von Freundinnenschaften zu verstehen. Und klar, also Identitäten können sich ändern und Wahrnehmungen können sich ändern und platonische Anziehung kann irgendwann mal auch weniger oder mehr empfunden werden. Das ist natürlich dann, das kann jede Person über sich selber beantworten, aber mir geht es da wie im Kommentar auch, dass ich einfach schon, auch wenn ich zurückblicke, schon auch in meiner Schulzeit und meinen jungen, sehr jungen Kinderjahren einfach auch schon gemerkt habe, auch schon, und wenn ich zurückschaue, auch nie das Wort wirklich Freundin oder Freund benutzt habe, um meine Klassenkameradin zu beschreiben, mit denen ich viel gemacht habe, weil ich dieses Konzept für mich, und das ist ein Teil von meinem Erleben von Aplatonik, und einfach immer schon schwierig fand und oder nicht schwierig fand, aber für mich schwer zu greifen war. Und da es nicht um das Schließen dieser Beziehungen ging, sondern eben wie ich die erlebe und was die für mich bedeuten oder
wie ich die führe. Und ja, und das hat sich bis heute nicht geändert. Ja, Finn, wolltest du was ergänzend sagen? Ja, nee, mir ist noch der Gedanke eingefallen, dass es natürlich auch einen Unterschied macht, ob diese Person jetzt sagt, ja, ich tue mir einfach schwer, Freundinnenschaften zu schließen, weil ich jetzt, keine Ahnung, in diesem Alter bin und da ich nicht weiß, wie ich Menschen kennenlerne, oder ich tue mir da jetzt einfach schwer gerade. Oder ob die Person zu dem Schluss kommt, ja, ich schätze, das ist aufgrund einer Identität, die ich habe. So. Mhm. Ja. Ja, voll. Ich glaube, da spielt ja ganz viel rein. Auch natürlich Lebensumstände. Ja. Ich glaube, okay. Es ist also eine wirkliche Abgrenzung wird, wie ich wahrscheinlich schon gesagt habe, sehr, sehr schwer sein, weil das für jede Person unterschiedlich sein kann. So. Ja. Absolut. Ich glaube, unsere über 30 Personen hier hat die meisten Freundinnenschaften. Nein. Das weiß ich nicht. Ich habe das noch nicht mitgezählt. Ja, und es sind auch in den letzten Jahren Freundinnenschaften dazugekommen bei mir. Also ich habe damit kein Problem. Ich suche aber auch nicht. Ich sage immer, Freundschaften passieren. Die passieren mir einfach. Voll. Und irgendwann habe ich mit jemandem mich so oft getroffen, weil ich einfach nur meinen Hobbys und meinen Interessen nachgegangen bin, dass dann irgendwie, ach ja, wir sind ja jetzt befreundet. Und dann sage ich, okay, dann sind wir jetzt befreundet. Fertig. Ja, also, oder dass sich eine Bindung aufgebaut hat über die Zeit. Ja. Also keine Anziehung empfinden bedeutet ja nicht, keine Bindung zu Menschen aufbauen zu können, wenn ich die Menschen öfter sehe. Hm. Das ist ja so ein Unterschied. Das ist so. Gehören für mich die Menschen dann einfach irgendwann dazu. Voll. Und ich glaube, gerade für uns, was jetzt auch nicht für, also wir können da auch nicht für das ganze Apple-Spec sprechen, aber für mich ist auch so diese Frage, suche ich Freundinnenschaften und hätte ich es eigentlich gern anders? Oder passiert das und meine Wahrnehmung davon ist einfach anders? Oder ich verstehe vielleicht das Konzept nur zum Teil? Oder ich finde das Konzept in manchen Dingen vielleicht auch sehr anstrengend? Oder bestimmte Normen dazu sehr anstrengend, so, weil ich die ganz anders oder weil ich das ganz anders erlebe. Oder struggle ich einfach auch total damit. Das sind halt zwei unterschiedliche Sachen, meiner Meinung nach. Mhm. Und ja, und was ich glaub, also. Ja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Charles. In dem Moment, dass du zu reden angefangen hast. I'm sorry. Nee, das tut mir leid. Was ich nur auch dazu sagen wollte, ist, dass... So, Noah, wolltest du was dazu sagen? Nein, ich wollte nur schmunzeln. Ich muss nur schmunzeln. Sonst ja, will jetzt ich glaube, ich würde auch immer... Nee, ich wollte was dazu sagen, warum ich den Begriff für mich selber oder was ich gemerkt habe, welche Schwierigkeiten ich damit habe, aber ich habe jetzt auch den, also ein bisschen den Edge verloren. Weil ich dieses Wort Freundschaft oder Freundinnenschaft als relativ normativ empfinde oder auch finde, dass da viele von gesellschaftlichen Normen mit rein interpretiert werden. Absolut. Und ich kein Problem damit habe, platonische Beziehungen zu schließen und ich wie ihr gesagt habt, über Zeit oder über Umstände oder wie auch immer, Menschen sehr mir wichtig sind oder denen Wohlbefinden wichtig ist. Aber trotzdem ich bei Freundschaft oder bei Freundinnenschaft einfach das trotzdem nicht anwende, das Wort, weil das so ein normatives Konstrukt irgendwie ist, mit dem ich nicht umreißen kann oder wo ich mich nicht drin wohlfühle. Absolut. Ich meine, ich habe das ja so gelöst, dass ich das Wort für quasi alles verwende, was irgendwie eine gute Bekanntschaft bis eine super enge Lebensfreundschaft ist. Und damit müssen Leute dann auch leben. Ja. ja. Nee, ich glaube, was ich vorher sagen wollte. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich das war. Aber ich glaube, es ist ja auch ein Unterschied. Will ich überhaupt mehr befreundete Personen oder platonische Kontakte? Also
ich werde das jetzt auf platonische Kontakte ausweiten, weil wir sprechen da ja nicht nur von Freundinnenschaften oder von engen Freundinnenschaften. Also generell, ich habe das Gefühl, wenn wir gesellschaftlich über Freundinnenschaften sprechen, sprechen wir sowieso eher über diese engeren Sachen und lassen dabei ganz viel hinten runterfallen. Aber da stellt sich ja die Frage, will ich das überhaupt anders? Und ich glaube, also als Person auf dem aplatonischen Spektrum fehlt mir ja jetzt auch nichts mit an den über die Freundinnenschaften oder platonische Kontakte hinaus, die ich habe. So. Ja. Und ja, eine Person, die jetzt vielleicht in einem bestimmten Lebensabschnitt gerade struggelt, der geht es vielleicht anders damit. Ja. Mitunter. Ja, absolut. Das ist wobei nur eine Anekdote. Wobei da natürlich auch die Frage ist, wie weit struggeln wir manchmal vielleicht, weil wir gesellschaftliche Normen auch internalisiert haben dazu, wie viele Freundinnenschaften ein Mensch braucht, wie viele platonischen Kontakte ein Mensch braucht und wie diese platonischen Kontakte zu handeln sind. Also ich weiß, dass nicht alle Menschen in meinem Leben gut damit umgehen konnten jemals, dass ich sie nach Liste kontaktiere oder nach Zeit auf einer Liste oder dass sie mal auf meiner To-Do-List standen. Das gefällt nicht jeder Person. Das ist offensichtlich nicht das, was normativ erwartet wird, zum Teil zumindest. Ja, das sind, also ich glaube, das sind Sachen, so will ich das überhaupt anders, will ich das nicht anders, nö, will ich, brauche ich nicht anders so. Ja, das ist nur eine Anekdote zu, ich weiß jetzt nicht, ob das passt oder nicht, aber vor 2 Monaten oder so habe ich mit in einer Gruppe von Menschen, mit denen ich wohl eine platonische Beziehung führe, gesprochen, über Freundschaften plus. Ist es ein Wort, was ich erklären muss? Freundschaft plus? Meinst du mit plus Sex? Ja, genau. Also halt quasi, okay. Ja, auf jeden Fall ging es darum, ja. Nee, ich war mir nur nicht sicher, ob der Begriff, also es dann quasi, dass man mit einer Person befreundet ist und auch mit der Person Sex hat. Aber auf jeden Fall ging es dann darum, dass das irgendwie gut ist oder Leute es wollen. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, aber wer will noch, ich habe genug Freunde, warum wollte ich jetzt noch mehr Freunde haben wollen? Und irgendwie hat mich das komplett wachgehalten nachts. Ich mir dachte, da gibt es Leute draußen. Die wollen sich jetzt ernsthaft in zusammen mit Sex auch noch Leute. Das ist ja, was Leute alles warum wollen. Das fand ich auch ganz interessant. Sex mit den Menschen ist das, was du sagen willst. Also, warum muss es mit Freundschaft? Ja, ich weiß richtig, aber das ist ja richtig. Okay, warum sucht ihr nach? Also, ja, fand ich auch immer interessant. Genau, finde, das wollte ich sagen. Zu deiner Information. Es ist möglich, dafür Leute zu nehmen, mit denen eins schon befreundet ist. Man muss sich keine neuen suchen. Nicht zwangsläufig. Das gebe ich mal weiter. Finn, das gebe ich mal weiter. Ich weiß ja nicht, ob das die Person, ob der Ratschlag hilft. Nee. Müssen ja auch die richtigen Personen sein. Also so ist es nicht. Du hast ja nicht immer eine Person in deinem Freundeskreis. Ja, oder ob es dann als Avance meinerseits angesehen werden. Du kannst auch mit Leuten das machen, mit denen du schon befreundet bist. Oh je. Ja, okay, leider, Leute, sehen jetzt nicht alle, was die auf Discord sind, die sehen die Kamera von Charles, aber das war gerade göttlich, der Blick dazu. Ja. Ach, schön. Ja, okay, das war meine Anekdote. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Frage irgendwie halbwegs beantwortet haben mit dem ganzen Drumherum und Drum und whatever. Wenn nicht, dann einfach nochmal irgendwie Feedback geben. Ansonsten würde ich sagen, wir haben auf Discord ist gerade keine Frage. Ich weiß nicht, ist auf Twitch eine reingeflattert? Nein. Nein, okay. Dann würde ich einfach sagen, weil ich das sehr wichtig finde, die Frage, wir haben uns die Frage gestellt, warum ist uns der Begriff wichtig? Auch wenn ihn vielleicht noch nicht viele kennen, also Aplatonik. Was meint ihr? Ja, ich denke erst einmal, weil er
weil er eine bestimmte Form von menschlichem Erleben beschreibt, die ich auch habe, also am aplatonischen Spektrum zu sein und für andere Leute aplatonisch zu sein und das einfach auch helfen kann, bestimmte Dinge in Worte zu fassen oder zumindest für mich zu sagen oder in Worte zu fassen, dass es eben so ist, dass ich bestimmte Dinge anders erlebe, dass ich bestimmte Dinge auf eine vielleicht von der Norm abweichende Weise erlebe, dass ich ein von der Norm abweichendes Verhältnis oder ein Umgang vielleicht auch mit Freundinnenschaften habe, dass ich Anziehung, also auf dieser Ebene oder auf einer platonischen Ebene anders erlebe oder selten erlebe. Ja, genau. Und einfach auch um, was einen Begriff hat, kann auch mehr als normales menschliches Erleben auch beschrieben werden und bekannt werden. Und das, denke ich, ist schon wichtig, ein Stück weit. Ja, also für mich ist der Begriff wichtig, weil es, also für mich ist es generell noch ein bisschen im Innenleben und ich benutze das Wort für mich selber und für meine eigene Einschätzung oder Reflexion in Dingen, dass ich dann eben für mich selber ein Wort habe und einen Begriff habe. Und das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Also ich glaube, da ist mir der Begriff schon sehr wichtig, dass ich das so kategorisieren kann oder auch googeln kann oder andere Menschen Erfahrungen dazu lesen kann und so weiter und so fort. Im Außenbereich benutze ich das Wort selten. Ich glaube, das hat Noah vorhin so ein bisschen anklingen lassen, dass Noah auch anfangs so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, das als Label zu benutzen. Ich will jetzt dir keine Zuschreibungen machen, die nicht stimmen, aber das, wenn ich mich da richtig erinnere. Und so geht es mir aktuell gerade noch, dass ich irgendwie oft, dass ich nach außen in das Wort wenig benutze, selten benutze, kaum benutze, aber vielleicht da in Zukunft auch eine größere Bedeutung dahingehend hat. Ja, das auch nach außen zu tragen. Und ich glaube, dann ist so ein Wort auch extrem wichtig für mich. Also ich muss sagen, also bei mir ist es... Okay, also bei mir ist es so, mir ist der Begriff Aplatonik besonders auf dem A-Spec wichtig. Außerhalb, wie ihr schon gesagt hast, ist es mir nicht ganz so wichtig, nutze ich es auch weniger. Hat auch leider schon mal zu Verwirrung geführt, weil ich versehentlich einer meiner bestbefreundeten Personen, zu der ich schon lange, 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 lange eine platonische Bindung habe, mich versehentlich als aplatonisch jemand geoutet hat, also fremd geoutet hat, da dann erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten entstanden sind, weil das natürlich leider erstmal falsch aufgefasst wurde. Das hat sich aber Gott sei Dank geklärt und ist dann auch okay. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich damit hausieren gehe. Also ich verschweige es aber auch nicht, dass ich aplatonisch bin. Aber im A-Spec ist es mir verdammt wichtig, weil für mich als Mensch, also ich bin ja mit meiner Demiromantik auch auf dem aromantischen Spektrum. Und mir ist halt aufgefallen, dass die platonische Anziehung so extrem hochgehalten wird, zumindest kommt es mir vor, auf dem aromantischen Spektrum. Und ich hab die nicht. Und da komme ich mir dann manchmal irgendwie nicht gut vor, innerhalb des A-Specs, was echt schade ist. Ja, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr das noch ein bisschen besser erklären. Finde ich, glaube, du hast auch eine Meinung zu, oder? Ja, doch, ich stimme dir total zu. Das ist einfach, also es ist einfach gerade auf dem A-Spec ist es auf eine andere Art und Weise wichtig. Und ich denke, dass egal auf welche Anziehung wir uns fokussieren oder auf welches Wort, es bringt niemandem von uns was, wenn wir sagen, dass irgendeine Anziehung oder irgendein Gefühl allein das ist, was jetzt das große eine und wichtige ist, ob das jetzt in einem bestimmten Umfeld für manche Menschen sexuelle Anziehung ist und Sex, ob das romantische Anziehung ist oder Romantik, ob das platonische Anziehung ist oder platonische Kontakte und oder Freundinnenschaften oder andere Formen von Beziehungen, das ist vollkommen egal. Ich denke, wir sollten schon allein oder wenn oder auch ob das Liebe ist oder so, was auch immer, vollkommen egal. Wir sollten anfangen, jedes menschliche Erleben so als ein besonderes Erleben zu sehen
und nicht irgendwie dann, wenn ein Gefühl vielleicht nicht vorhanden ist oder eine bestimmte Anziehung nicht vorhanden ist, anfangen, die nächste als das, was wir aber noch haben, zu sehen. So. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Form verständlich war, weil das bringt uns nicht weiter. Jeder Mensch erlebt das Leben anders. Jeder Mensch erlebt seine eigenen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen anders. Jeder Mensch möchte vielleicht leicht abweichend auf eine Art Freundinnenschaften führen oder romantische Beziehungen oder andere verpartnerte partnerinnenschaftliche Beziehungen oder sexuelle Beziehungen oder irgendwas davon in Kombination oder was ganz anderes. Und auch von den Menschen, die eine bestimmte Anziehung empfinden oder von mir aus auch ein Squish oder auch einen Crush oder ein Gefühl oder viele Gefühle. Wenn wir miteinander reden, werden wir wahrscheinlich schnell drauf kommen, dass wir diese Dinge ziemlich unterschiedlich auch erleben. Und dann kommen wir drauf, dass manche Menschen sie vielleicht ähnlicher erleben und sagen und können sagen, ja, diese Leute verwenden jetzt vielleicht das oder das Label oder den Begriff oder können sich untereinander auch nochmal austauschen und das ist dann auch wichtig. Ich finde das sehr wichtig, aber gleichzeitig fände ich es cool, wenn wir da generell differenziert drüber nachdenken und zwar nicht nur über Sexualität und Romantik und auch nicht nur über die Seite von asexuellem, aromantischen und aplatonischen Spektrum, weil die Gegens- oder weitergedacht können wir genauso differenziert über ein alloplatonisches, alloromantisches und allosexuelles Spektrum nachdenken. Und andere A-Spektren. Und ich denke, schon allein da ist jedes Wort oder jeder Punkt einer, an dem wir uns unterhalten können. Hey, wie siehst du das? Wie erlebst du diese Sache? Wie erlebst du vielleicht dieses Gefühl? Erlebst du das überhaupt? Wie siehst du diese Beziehungen? Was willst du überhaupt für zwischenmenschliche Beziehungen? Wie gestaltest du die? Und Aplatonik macht halt dieses Gespräch auf, was das Platonische oder was platonische Kontakte und bestimmte Normen dazu auch angeht. Und darum finde ich schon sehr wichtig. Der Begriff Aplatonik, sehr wichtig, ja. Ich finde auch gerade, was du gesagt hast, hat auch in mir so ein bisschen hervorgerufen, dass manchmal ja die Einigung auf ein Wort auch verhindert, um weitere Worte zu schaffen. Also ne, wenn ich sehe es manchmal unter meinen Mitmenschen, die alloromantisch sind, wenn ich mit denen spreche und dann auch so frage, okay, wie ist es für dich, wie erlebst du das, dass es dann ganz viele Nuancen sind, Schattierungen sind, über die vielleicht noch gar nicht so konkret ausgemausert wurden, weil eben dieser Konsens besteht, okay, wir empfinden romantische Liebe und sich dann darunter schon irgendwas vorgestellt wird, was dann irgendwie alle meinen, aber dass da auch da super viele Unterschiede gibt und dann natürlich auch bei Aplatonik ganz viele Unterschiede gibt. Ich glaube, deswegen sitzen wir ja heute hier und reden auch über Aplatonik und was für uns jeweils bedeutet, weil wir zwar einen Konsens fürs aplatonische Spektrum, für Aplatonik gefunden haben als Wörter, die uns beschreiben und die wir benutzen, aber ja dann darunter ganz viel noch fehlt oder ganz viel noch nicht nuanciert betrachtet worden ist. Und ich glaube auch, dass der Begriff Aplatonik insofern wichtig ist, weil es so ein Schritt ist und dass dahinter noch ganz viele Wörter folgen, um Gefühle zu beschreiben oder um Erleben zu beschreiben, die vielleicht jetzt noch gar nicht so bestehen. Ja. Wir haben übrigens inzwischen wieder zwei Fragen bekommen in Discord. Ich würde mit der ersten anfangen, wenn das okay ist. Ja. Mach mal. Eine Person hat geschrieben, wie würde dann jemand, der keine Freunde hat und sich einsam fühlt, herausfinden, ob Aplatonik vorliegt oder nicht? Weil das Gefühl, nicht einsam sein zu wollen, ist ja ein anderes als alloplatonisch zu sein, oder? Ja. Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein anderes Gefühl ist. Oder sein kann, wahrscheinlich. Also, es ist sicher nicht für alle Menschen gleich. Und ich glaube, ganz wichtig an dem Punkt und dann auch für die nächste Frage eigentlich ist, wie definieren wir überhaupt Einsamkeit? Weil Einsamkeit ist so ein großes Wort
Das kann heißen, ich will mehr platonische Kontakte haben oder ich will jetzt gerade mehr platonische Kontakte haben. Aber das kann ja auch heißen, ich bin inmitten einer Gruppe, mit denen ich mich eigentlich ja ganz gut verstehe, aber ich fühle mich gerade total befremdet und einsam. Unabhängig davon, ob ich jetzt alloplatonisch, aplatonisch bin, sonst irgendetwas, egal wie ich mich beschreibe de facto. Also ich glaube, und gerade diese Einsamkeit in Verbindung mit dem Befremdungsgefühl, kenne ich schon auch. Auch wenn ich sagen würde, dass ich sonst eigentlich sehr selten einsam bin. So. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann lesen wir doch noch schnell die zweite Frage, wenn wir sie eh verbunden haben mit vor. Da hat Gregor die Frage gestellt, sind aplatonische Menschen immun gegen Einsamkeit und ist Immunität gegen Einsamkeit ein Indiz für eine aplatonische Orientierung? Das, was wir vielleicht noch mit drin haben, die Frage. Ja, also ich würde sagen, immun, also wirklich immun gegen Einsamkeit wahrscheinlich nicht. Also ich zumindest, also ich weiß, was für mich Einsamkeit ist. Ich weiß, wann ich mich einsam fühle. Das kommt, also so im Sinne von, ich will mehr Kontakt, kommt das eigentlich nicht vor momentan. Also kam in der Vergangenheit ab und zu mal vor, aber das ist sehr, sehr selten und ich würde jetzt nicht sagen, ich fühle mich häufig einsam oder ich fühle mich einsam, weil das wird es nicht, also das wird meiner Meinung nach nicht beschreiben, was ich fühle. Aber es gibt schon, was so ein bisschen häufiger vorkommt, ist, dass ich in einer Gruppe oder in einem bestimmten Kontext mich befremdet fühle und dadurch das Gefühl habe, nicht verstanden zu werden und mich dadurch durch diese Befremdung für einen Moment einsam fühle. Aber das ist auch eine Einsamkeit, die nicht durch mehr Kontakt aufgehoben wird. Also ich sehe da ehrlich gesagt auch nicht, wie das genau mit meiner Aplatonik interagiert, außer dass meine Aplatonik vielleicht manchmal auch ein Grund sein kann, dass ich mich befremdet fühle. So. Ja, also ich würde auch sagen, ich bin selten einsam, aber ich kenne auch Momente in meinem Leben, wo ich mich einsam gefühlt habe. Das kann einmal, wie Finn das beschrieben hat, in Gruppen gewesen sein, wo ich mich einfach überhaupt nicht zugehörig gefühlt habe und dadurch einsamer war, als wenn ich allein unterwegs gewesen wäre. Es gab auch Situationen, wo ich mir mehr Kontakt gewünscht hätte. Das war vor allen Dingen in meiner Schulzeit so. Da habe ich einfach nirgendwo Anschluss gefunden. Und da hätte ich halt ein, zwei Leute zum Reden gehabt. Ich hätte wahrscheinlich nicht unbedingt eine dicke, enge Freundschaft gebraucht, aber so ab und an mal mit ein paar Menschen auch im gleichen Alter reden zu können, das hätte mir gut getan. Aber ich fühle mich tatsächlich selten einsam. Ich bin sogar manchmal ganz gerne allein, aber das könnte auch daran liegen, dass ich dem aplatonisch zufälligerweise auch noch introvertiert bin. Ich würde mal behaupten, allein ist auch nicht einsam. Aber vielleicht, um noch zu ergänzen, für mich, ich denke, wenn wir allein auf dieses ich will oder ich bin selten einsam oder ich will eigentlich nicht mehr Kontakte, also ich glaube, Einsamkeit ist da vielleicht gar nicht das beste Wort. Aber vielleicht dieses, ich brauche nicht mehr Kontakte oder vielleicht auch, ich fühle mich selten einsam. Ich denke, es kann gegebenenfalls schon mal ein Indiz sein, es muss aber nicht. Und in manchen Fällen hängt das vielleicht auch überhaupt nicht zusammen. Weil, wie gesagt, ich glaube, das ist schon etwas, also zumindest für mich nehme ich das als, zumindest die Einsamkeit, die ich beschrieben habe, nehme ich als nicht sehr mit meiner Aplatonik oder aplatonischen Spektrum Identität verbunden war, denke ich. Also ja, finde ich, oder ich schließe mich dem Gesagten an, ich vor allem in Gruppen kann ich diese Entfremdung und dann sich so ein Gefühl von Einsamkeit irgendwie absolut nachvollziehen. Ich finde, manchmal passiert es auch sehr zufällig oder ich habe mich in einem Moment noch irgendwie ganz wohl gefühlt und dann ist irgendeine Gruppendynamik oder irgendwie kommt ein Gespräch auf und dann merke ich plötzlich so, oh, das ist irgendwie da befremde mich das jetzt und dann voll, also das Gefühl kenne ich auf jeden Fall. Ich glaube, so als konkrete, wie ich für mich gemerkt habe, dass ich eben
Anziehung nicht empfinde, ist für mich, also für mich ist es, oder dass ich aplatonisch bin, ist für mich immer dieses, diese Abwesenheit von platonischer Anziehung. Und die, für mich habe ich halt festgestellt, ah, okay, bei anderen gesehen, wie empfinden die das, aber für mich halt dieses so, okay, ich habe noch nie einen Mensch gesehen, getroffen und mir dann gedacht, ich will mit dem Mensch, ja, eine platonische Beziehung führen oder mehr über die Person oder öfter treffen oder nachfragen. Also ich finde Menschen interessant, ich mag Menschen, aber dieses so, okay, ich will mit dir ein Stück vom Lebensweg teilen und ich will ein Stück von meinem Leben teilen, ich will, dass du Stücke von deinem Leben mit mir teilst. Also diesen Wunsch habe ich einfach nicht und das ist für mich, wie ich gemerkt habe, ganz unabhängig mal von Einsamkeit, weil ich mache viele Dinge alleine, auch manchmal, wenn ich gefragt werde, oh, mit wem machst du das, dann stolper ich so darüber, dass ich nicht mal darüber nachgedacht habe, jemanden anderen zu fragen, ob die Person es mit mir machen will. Also ob es feiern gehen ist, ob es ins Café gehen ist, ob es reisen gehen ist oder irgendwas. Also das macht mir irgendwie gar nichts. Da, ja, genau, mache ich schon auch viel alleine, aber ganz unabhängig davon ist es für mich, würde ich daran nicht meine Aplatone knüpfen, sondern eher eben an diesem, ja, nicht keine platonische Anziehung zu empfinden für mich, was ich halt schon klar sehen kann für mich selber. Ja, genau, beziehungsweise dieses, ob ich jetzt mehr Kontakt will, also klar, wenn ich nicht einsam sein will, dann will ich vielleicht auch mehr Verbindung zu anderen Menschen haben, natürlich, aber einerseits die Anziehung kann ja trotzdem existieren, auch wenn eine Person einsam ist. Oder auch Squishes kann eine Person empfinden, wenn sie einsam ist. Also ja, aber es ist zum Beispiel, ich merke, dass ich so ein Bedürfnis habe für eine soziale Interaktion. Ja. Aber dann reicht es mir halt, wenn ich mit meinen Mitbewohnerinnen auch. Aber weißt du, wenn ich mit denen halt dann so 20 Minuten rede oder so, dann merke ich halt so, okay, mein soziales Bedürfnis für heute ist irgendwie halt jetzt auch zumindest so, ich fühle mich ausgeglichener oder dann kann ich auch mit irgendjemandem beim Busbahnhof reden. Also es ist einfach so ein Bedürfnis, was ich habe nach sozialer Interaktion, aber dann nicht auf irgendeine Person gelegt, die ich gerade im Kennenlernen bin oder so. Also ja, ich habe auch gerade drüber nachgedacht, in der Zeit, in der ich mich am einsamsten bzw. am entfremdesten auch von meinem Umfeld gefühlt habe und auch am wenigsten platonisch Kontakte hatte, beziehungsweise am schwersten getan habe, die auch aufzubauen oder die überhaupt zuzulassen, habe ich gleichzeitig auch am wenigsten danach gesucht. Also das, oder war ich einfach auch am wenigsten in der Lage, die zu haben. So, sagen wir mal so. Ich glaube, dass, aber ich weiß auch nicht, also ob ich da irgendwie aplatonisch, also ich hätte halt persönlich auch nie an dieses Einsamkeitsgefühl aplatonisch geknüpft, weil ich glaube, das für mich ist das einfach so unterschiedlich. Oder diese Art von Einsamkeitsgefühl zumindest, sage ich mal. Ich muss dazu sagen, ich hätte auch, also Aplatonik und Einsamkeit habe ich eigentlich bisher nie zusammen gesehen. Wir haben übrigens nochmal eine Frage, die in dieses Thema reingeht, gekriegt. Ich lese sie einfach mal vor. Und zwar wurde gefragt, wie wäre dann das Verhalten einer einsamen aplatonischen Person? Finde ich ehrlich gesagt schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also ich glaube, da kommt auf die Person an. Ja. Es kommt vermutlich auf die Person an. Und dann finde ich halt auch wieder, was Finn ja schon erläutert hat, dass es auf die Einsamkeit drauf ankommt. Weil, also ich glaube, dass so ein Wunsch nach einer quantitativen oder qualitativen Veränderung in platonischen Beziehungen ja auch nochmal irgendwie, oder fühlt man sich gerade einsam in der Gruppe? Also ich glaube da, wie schon gesagt wurde, dass das Wort einsam einfach sehr weit gegriffen ist und dann ja auch die Frage ist, okay, welche Einsamkeit besteht und dann natürlich auch, was macht die Person damit? Ja, es hat viele, viele Faktoren. Voll. Und was für Beziehungen möchte die Person, also unsere hypothetische Applespec-Person jetzt eigentlich führen? Also will diese Person Freundinnenschaften führen? Will diese Person vielleicht sexuelle Beziehungen führen? Will sie romantische Beziehungen führen? Eine, mehrere, was auch immer? Will sie eben, platonische Beziehungen führen? Die ja, ich,
je nachdem, wie sehr wie leicht oder schwer sich die Person jetzt damit tut, die aufzubauen, was ja auch ja, für eine alloplatonische Person genauso schwierig sein kann in manchen Situationen. Ja, was will diese Person? Und dann dementsprechend wird die Person dann vermutlich schauen, will ich Beziehungen aufbauen? Suche ich vielleicht Kontakt bei Menschen, die ich schon habe in meinem Umkreis? So? Ja. Muss da an ein Gespräch denken. Da war eine aplatonische Person, die hatte auch gar kein Interesse an Freundinnenschaften. Und die hat gesagt, der reicht einfach nur Gespräche, um also dich nicht einsam zu fühlen. Also Gespräche einfach mit Leuten, die müssen nicht mal sonderlich in die Tiefe gehen und dann reicht das schon. Ist mir jetzt gerade nur so als Beispiel vielleicht eingefallen. Ja. 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 Also ich habe mal nur so, das war eine relativ lose Definition von Einsamkeit, dass es eben ein abweichendes oder ein Mangel an der gewünschten entweder Quantität oder Qualität in Beziehungen. Und ja, also und mit Qualität meine ich jetzt nicht gute Freunde, schlechte Freunde, sondern einfach halt Intensität quasi. Ja. Ich lese mal ganz schnell die nächste Antwort vor, weil ich glaube, das ist wichtig. Die Person hat jetzt geschrieben, aber ich dachte, wenn sie platonische Beziehungen führen will, wäre die Person dann alloplatonisch. Oder kann auch eine aplatonische Person platonische Beziehungen führen können? Aber was ist dann der Unterschied zwischen Aplatonik und Alloplatonik? Darf ich gleich anfangen? Mhm. Ja, ich habe platonische Beziehungen und nicht glaube nicht gerade wenig. Zumindest klang das vorhin so, wie man mir das gesagt hat, auch in der Runde. Yes, I told you so. Ja, genau. In meinem Fall kann ich sagen, es ist nicht so, dass ich sie führen will. Es ist aber auch nicht so, dass ich sie nicht führen will. Wenn ich sie einmal habe, dann habe ich sie auch gerne. Also ja, der Unterschied zwischen Aplatonik und Alloplatonik, das kommt immer drauf an. Für mich ist der Unterschied, ich habe die Anziehung nicht. Ich habe nicht den Wunsch, ich möchte mit einem Menschen XYZ, weil ich den so super toll finde, befreundet sein. Das habe ich nicht. Aber wenn ich mit diesem Menschen tolle Situationen erleben kann und dieser Mensch vielleicht mit mir befreundet sein möchte, habe ich damit kein Problem. Und Finn will vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, ich hätte das jetzt so ganz einfach ergänzt mit, wir gehen ja auch davon aus, dass eine aromantische Person romantische Beziehungen führen kann. Wir gehen davon aus, dass eine asexuelle Person sex-favorable sein kann oder sex-indifferent. Wir gehen davon aus, dass unterschiedliche Personen ohne Anziehung oder auch ohne einen Squish zu haben oder sonst etwas, oder auch wenn sie ein nicht normatives Verhältnis zu, keine Ahnung, romantischen Beziehungen und romantischer Anziehung haben, trotzdem romantische Beziehungen führen können und vielleicht auch wollen. Und dasselbe auf einer sexuellen Ebene und so ähnlich ist das eben auch auf einer platonischen Ebene. Nur weil eine Person keine Anziehung empfindet, heißt es nicht, dass sie die Beziehung nicht führen kann und auch nicht, dass sie sie nicht führen möchte. Es kann natürlich dann trotzdem wieder Personen auf dem aplatonischen Spektrum geben, die sagen, hey, ich habe eigentlich fast keinen oder gar keinen Bock auf platonischen Kontakt. Und das ist genauso legitim, wenn die Person, wie die von der Noah vorher erzählt hat, sagt, es reichen mir einfache Gespräche über den Tag und da müssen auch keine weiteren Beziehungen bei rumkommen. Das ist mir vollkommen ausreichend dafür, dass ich mich nicht einsam fühle und dass meine sozialen oder mein Wunsch nach nach Sozialkontakt aufgefüllt wird, dann ist das auch vollkommen legitim, aber das betrifft eben nicht jede Person auf dem aplatonischen Spektrum. Mhm. Und zumal ich für meinen Teil habe auch einige platonische Kontakte. Und einige, ja, zu denen ich auch Bindung aufgebaut habe. Also das kommt ja dann über die Zeit. Das eine ist, dass ich natürlich Kontakte habe, die ich regelmäßiger sehe, die vielleicht auch einen bestimmten Nutzen erfüllen für mich. Ob das jetzt ist, längere Gespräche, die auch irgendwie tiefer gehen, oder ob das ist, ja, mal eine Runde bowlen gehen oder in Escape Room gehen oder was auch immer.
was auch immer das ist, aber wenn ich eine Person öfter sehe, dann kann es ja auch sein, dass da eine Bindung entsteht, ganz ohne, dass vorher eine Anziehung da war. Einfach dadurch, dass die Person lange ein Teil meines Lebens ist und dass mir die Person auf einer Ebene wichtig wird. Und das ist ja dann auch nochmal was anderes als Anziehung oder dass vom Anfang an ein Wunsch da war. Der war nämlich höchstwahrscheinlich nicht da bei mir in den meisten Fällen. Und dann nur als da zur Ergänzung, wir alle haben ja für uns, also wir drei haben, soweit ich das jetzt gehört habe, für uns alle so ein bisschen die Definition, dass es bei uns über die rausgefunden, dass es über die Anziehung geht, platonische Anziehung. Und über keine Squishes. Ich glaube natürlich, dass es aplatonisch oder aplatonisches Spektrum ja immer noch ein Label ist und eine Person, die platonische Beziehungen führen will, natürlich dann ja auch sich selber als alloplatonisch labeln oder dann auch alloplatonisch ist, wenn die Person sich so beschreibt oder das Wort für sich passend findet oder andersrum. Also dass der Wunsch selber, dass das Wort, dass der Wunsch nach platonischen Beziehungen oder die Anziehung nach platonischen Anziehungen nur insoweit das Label diktiert, als die Person sich dem auch zugehörig fühlen möchte oder zugehörig fühlt. Ja. Ich sag vielleicht nochmal, warum ich das Label verwende oder warum ich grauplatonisch bzw. Applespec verwende. Also erstmal keine oder kaum Anziehung, keine oder kaum Squishes und ein offenbar, so wie es mir vorkommt, durch diverse Unterhaltungen, die ich geführt habe in meinem Leben mit anderen Menschen, ein nicht normatives Verhältnis zu sowohl platonischer Anziehung als auch platonischen Beziehungen und den Normen dazu. Und ich denke, das sind alles gute Gründe, um sich auf dem Applespec zu labeln oder einzuordnen oder zu verstehen, wenn es einem hilft, sich zu verstehen, nämlich. Ja, absolut. Okay. Wollt ihr nochmal das Bild beschreiben oder wollt ihr dazu noch irgendwas ergänzen? Hui, ich will mal das ganze Bild wiedersehen. Melle, ich will auch mal das ganze Bild wiedersehen. Flick hat jetzt Farbe bekommen und der Kuchen in der Gedankenblase auch. Ja, jetzt also. Ist gerade AC. Und AC wird auch gerade ausgemalt. Apple ist fertig. Die Äpfel im Apfelkorb sind, glaube ich, rot und so ein bisschen grün und liegen auf so einem lila Tuch. Melle, du wolltest was sagen? Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber ja, Apple ist fertig und Flick habe ich auch fertig. Yay, sehr und cool. AC wird gerade gemacht. Genau. Supi. Na dann, wollen wir nicht weiter stoppen? Ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet jetzt. Wenn nicht, wie gesagt, einfach nochmal schreiben. Ansonsten haben wir auch selber noch ein paar Fragen, wenn, ich nehme an, auf Twitch noch nichts gekommen ist. Nee, ich habe weiter. Okay. Gut. Es schreibt gerade eine Person. Ja. Jetzt nicht. Ich glaube, ich nehme einfach mal die nächste Frage. Die nächste Frage, die wir uns aufgeschrieben haben, die Person kann ja immer noch schreiben. Wie war unser inneres Coming Out? Also wie sind wir dazu gekommen, uns so zu identifizieren, beschreiben? Lohnt sich die Frage noch oder haben wir die nicht im Prinzip schon beantwortet? Ich glaube, ein bisschen haben wir sie schon beantwortet. Also ich habe auf jeden Fall gerade relativ klar beantwortet, warum mich zu dem oder was mich am Ende dazu geführt hat, das so zu beschreiben. Will noch wer was dazu sagen, wie der Prozess war? Ich kann sagen, bei mir war es ein stufenweiser Prozess. Bei mir ist es dadurch, wir hatten ja bei den Spektren die Folge über was ist platonische Anziehung gemacht und die hat das bei mir eigentlich ausgelöst. Ich hatte das auch schon mal vorher gehört, Aplatonik, aber gedacht, nee, du hast ja viel zu viele befreundete Personen, das kann ja gar nicht sein, dass du aplatonisch bist. Da bin ich, wie gesagt, voll auf diesen Zug aufgesprungen. Aplatonische Menschen haben keine Freundinschaften, was faktisch so nicht ist unbedingt. Kann natürlich, muss aber nicht. Und ja, ich habe nach und nach erkannt, okay, umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr wird mir klar, dass ich absolut nicht weiß, was platonische Anziehung sein soll, dass ich absolut Squishes nicht nachvollziehen kann. Keine Ahnung dazu. Und ja, dann kam halt irgendwann die Erkenntnis, ja, Aplatonik ist etwas, das mich beschreibt. Ja, dann bin ich wohl aplatonisch. Ja, stufenweiser Prozess. Ich fand
Ja, ich fand meinen Prozess eigentlich sehr kompliziert, weil ich auch festgestellt habe, dass, also einerseits hatte ich gemerkt, dass die Art, wie über platonische Anziehung, Squishes und Freundinnenschaften geschrieben wird, sowohl innerhalb von Aceback-Communities als auch so außerhalb teilweise nicht, also nicht das ist, was ich erlebe und nicht das ist, oder dass ich davon irgendwie ein abweichendes Erleben habe auch, oder und dass ich mit Squish und platonischer Anziehung gar nicht so viel anfangen kann, tatsächlich, beziehungsweise einfach gar nicht sicher sagen kann, dass ich das jemals erlebt habe. Also auch wenn Menschen das beschrieben haben, das war mir sehr fremd. Und gleichzeitig hatte ich dann aber oft das Gefühl, dass wenn über platonische Beziehungen geredet wird und wenn über platonische Anziehung geredet wird, teilweise dann auch diese Anziehung und Bindung und solche Sachen sehr stark vermischt werden. Und ich dann nie so richtig sagen konnte, ist jetzt Anziehung gemeint? Ist das nicht eigentlich, würde ich das nicht eigentlich als Bindung beschreiben, die ich zu einer Person aufbauen kann und die keine Anziehung, also die eigentlich keine Anziehung ist, so, oder die auch keine Anziehung braucht und die auch nicht auf so einer, also die für mich auch gar nicht krass auf so eine, also klar kann Bindung auch auf einer bestimmten Ebene liegen, also romantisch, platonisch, was auch immer, aber vielleicht auch gar nicht wirklich sich auf eine dieser Ebenen einordnen lässt in manchen Fällen. Und dementsprechend war ich erstmal sehr verwirrt und musste das irgendwie auseinander holen oder auseinanderwürsteln, wie so ein Wollknäuel. I don't know. Ja, genau. Aber am Ende bin ich dann aus genannten Gründen so ein bisschen zu dem Schluss gekommen. Ja, also ich habe dieses ganze Auseinandernehmen von Begriffen und von Zusammenhängen für mich selber oder wie Dinge für mich selber zusammenhängen und wie gesellschaftlich ich mit gewissen Vorstellungen groß geworden bin und so weiter und so fort, im Thema Romantik abgeklärt und zwar sehr ausführlich, sehr intensiv für mich selber und war deswegen bei Aplatonik. War das für mich dann kein so anstrengender Prozess mehr oder so ein aufwendiger Prozess mehr, weil ja, weil ich das dann irgendwie viel für mich selber so ein bisschen einfach wiedererkennen konnte in mir selber und dann so ein bisschen für mich so copy-pasten konnte und auf das Thema Platonik irgendwie übertragen konnte. Vieles. Aber ich meine, jetzt gerade sind ja unsere zwei Folgen oder unsere erste Folge zur Aplatonik rausgekommen, die wir einem Jahr aufgenommen haben. Und ich glaube, da stand ich auf jeden Fall noch im Prozess dieses kürzeren, mitten im Prozess dieses kürzeren Prozesses. Und irgendwie ist es, glaube ich, für mich auch nochmal ganz interessant, die Folge nochmal richtig so anzuhören für mich selber, was ich da vor einem Jahr so gesagt habe. Also ja, vielleicht, was ich gerade sage, in der Rückschau, vielleicht doch nochmal neue Erkenntnisse. Aber so ist zumindest jetzt gerade Ich mein Blick sag auf mal, die auf. diese Folgen Ja, sind finde echt so eine Zeitkapsel, finde ich. Ja. Irgendwie. Weil ich habe auch, also ich habe sie auch noch mal gehört und war so, so würdest du deine Grey Ace Identität heute auch nicht mehr beschreiben. So like that changed. Wow. Ja. Aber auch Platonik, da war ich ja auch noch im Questioning zu dem Zeitpunkt. Ja, ich habe leider ein Problem, meine eigene Stimme noch zu hören, aber deswegen ist mir schwer gefallen, die Folge zu hören. Aber vielleicht komme ich immer dazu, ja. Man härtet ab. Ja. Ich kann das inzwischen auch. Ich hatte früher auch ein Riesenproblem damit, aber nach jetzt bald 3 Jahren Podcast kann ich mich hören inzwischen. Okay, dann in Ja, 2 Jahren leider dann. nie ein Problem damit. Naja. Dann wollen wir ein neues Themenfeld aufmachen, weil es sind inzwischen keine Fragen weiter eingetrudelt. Ja. Und zwar hatten wir ein Ja, Themenfeld mit sicher. Aplatonik im Aplatonik im Alltag. Und zwar, wo erleben wir, also erster Teil wäre, wo erleben wir unsere Aplatonik im Alltag? Da haben wir jetzt eigentlich auch schon relativ viel drüber geredet, oder?
Also. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur nächsten. Wenn das okay ist, dann nehmen wir die Klar. nächste. In welchen sozialen Situationen wird eine aplatonische Orientierung besonders offenbar? Das war, glaube ich, eine Manchmal, wenn Frage, über die vorab vorgewünscht Freundinnenschaften wurde. und die Konzepte darin gesprochen wird, auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, bei mir wird es am meisten offenbar, wenn ich neue Menschen kennenlerne und tatsächlich eine Person so eine Art Squish oder direkt platonische Anziehung mir gegenüber empfindet und mir erklärt, wie toll sie mich findet und ob wir uns nicht nochmal treffen können. Und dann stehe ich immer da und denke, okay, du kennst mich jetzt 2 Stunden? Wie ist das möglich? Ja, ich meine, ich kann es mir dann, komme dann auch drauf, dass das halt Menschen gibt, die das können. Ich kann das nicht, aber ich merke es dann halt, dass ich dann manchmal so leicht überfordert bin. Aber das, ja, da merke ich das halt am ehesten. Oder wenn wir halt auf Aceback-Stammtischen oder hier auf Discord oder so sind, ich weiß nicht, ob das als Alltag zählt, dann kriege ich es auch mit. Ansonsten, ich sag mal, im ganz normalen Alltag merke ich es eigentlich überhaupt nicht. Also ich schätze, wenn ich Leute nach Liste kontaktiere, ist das etwas, was in meinen Alltag fällt, schätze ich. Und auch etwas, was irgendwo eine soziale Situation ist, ein Stück weit, oder zumindest der Hinweg zu einer sozialen Situation. Ich denke tatsächlich auch, eben wie gesagt, wenn über Freundinnenschaften gesprochen wird und wie ich das wahrnehme. Oder generell, wenn es darum geht, wie baue ich eine Freundinnenschaft auf oder wie entwickelt sich die oder auch einen anderen platonischen Kontakt. Ich wurde gerade gefragt, was ich damit meine, Leute nach Liste zu kontaktieren. Ich meine damit das, was ich vorher gesagt habe, dass ich quasi eine Liste angelegt habe mit sämtlichen befreundeten und bekannten Personen, die ich irgendwie kontaktiere mit dem Datum des letzten Kontakts, mit der Art des letzten Kontakts und dass ich die jetzt mich nicht dazu zwinge, die regelmäßig zu kontaktieren oder nach einer gewissen Zeit zu kontaktieren, aber ich schaue mir die schon immer wieder an und kontaktiere die Leute dann, weil sonst wird es relativ wahrscheinlich nicht passieren, weil es die Relevanz gegebenenfalls auch nicht hat, außer ich habe gerade ein bestimmtes Bedürfnis, dass von dieser Person oder von dieser Gruppe erfüllt werden kann oder so. Das meine ich damit. Also ja, das ist was, was einfach auf meine To-Do-List kommt. Anders kann ich es schwer sagen. Ich habe das so ein bisschen in abgewandelter Form, so eine Liste, wo ich mir das auch notiere, einfach nur, dass ich es nicht aus den Augen verliere. Bei mir funktioniert das meistens inzwischen so, weil wir ja sowieso, ich sag mal, regelmäßige Kontakte haben, treffen, wie gesagt, in der Bar oder Pen und Paper oder was auch immer, oder auch sich andere Personen melden. Aber zur Sicherheit habe ich das auch so ein bisschen, um einen Überblick zu behalten und denke, hey, jetzt da könnte ich mich doch mal wieder melden. Das erleichtert es ein bisschen. Ja. Genau, und dann ist es auch klar, wenn ich in irgendwie einem sozialen Umfeld bin, wie auf der Arbeit oder so, da fällt mir das dann schon auch auf, dass andere Menschen sich ein bisschen anders an diese Kontakte auch rangehen und so. Je nachdem, das habe ich ja vorher auch schon so ein bisschen beschrieben. Ja. Ja, also wo ich es mehr ist, noch merke, ist auch neue Kontakte le kennenlernen. Also Alltagssituationen oder wo ich das irgendwie so am meisten merke. Ja, dass ich da, ja, wo ich es auf mich selber am meisten merke. Ich glaube, da kann ich mich nur ganz gut anschließen. Es läuft halt auch irgendwie einfach anders. Es ist ja nicht, dass ich diese Kontakte nicht will oder nicht brauche. Also ich habe ja eigentlich einen sehr guten und sehr, also ich meine, es klingt jetzt wieder sehr technisch, aber ich habe vielleicht auch wirklich einen bisschen technischen Blick auf mein Beziehungsnetzwerk unter Anführungszeichen,
indem ich relativ klar habe, welche Beziehungen ich für was habe oder welche Bedürfnisse oder was auch immer bei mir durch welche zwischenmenschlichen Beziehungen gedeckt werden und wann ich wen kontaktieren kann. Also ob das jetzt, wie gesagt, Escape Room ist oder ob das ist, ich brauche jetzt wen, um über XY zu sprechen und da kontaktiere ich dann diese andere Person, während ich mich der anderen halt nicht anvertrauen würde, weil das einfach nur ist zum Spaß haben. Also ich habe da ja einen recht guten Überblick und ich kann diese Leute, und wenn mir was fehlt, dann finde ich schon Leute dafür wieder. Aber gleichzeitig fehlt mir halt so ein bisschen also meine Herangehensweise ist dann halt immer, ja, okay, die Person macht jetzt noch irgendwie Sinn in meinem Netzwerk. Und nicht, ich finde die Person cool und will mit der jetzt befreundet sein, so. Was auch immer. Oder ich will diese Person jetzt kontaktieren, also, aber es ist halt, es lässt sich halt keine zwischenmenschliche Beziehung, also ja, es lässt sich schon eine zwischenmenschliche Beziehung führen, wenn ich mich nur melde, wenn ich gerade ein Bedürfnis habe. Aber es ist vielleicht nicht immer sinnvoll, so. Vielleicht ist es manchmal sinnvoll, sich öfters zu melden, als ich jetzt das Bedürfnis habe, keine Ahnung, mit irgendwelchen Personen in Escape Room zu gehen, weil ich da gerade Spaß haben möchte und ein paar Rätsel lösen möchte. Und noch eine Challenge dabei habe. So, vielleicht melde ich mich dazwischen auch mal bei den Personen. Also mir persönlich ist auch wichtig, dass ich mich auch mal so melde oder mal nachfrage, ab und an zumindest. Wie gesagt, meistens klappt das von allein, aber wenn ich doch lange Zeit von der Person nichts mehr gehört habe, dann doch nochmal nachfrage. Genau, das ist mir schon wichtig und dann sehe ich das zum Beispiel an der Liste auch. Die Person hat jetzt übrigens darauf geschrieben, oh, das ist eine gute Idee, mein ADHS macht es leider sehr schwer, Freundschaften zu pflegen, obwohl ich das gerne mehr möchte. Und jetzt kommt nochmal eine Frage von der Person. Aber ich habe das bisher auf meine Neurodivergenz geschoben mit den Freundschaften pflegen. Meint ihr, das kann dann auch Apathonik sein und nicht nur meine Verpeiltheit? Andererseits passiert mir das auch mit Familie. Gehört Familie auch zu platonischer Anziehung? Zu dem Letzten will ich kurz was sagen. Es gibt auch familiäre Anziehung, aber es gibt auch Menschen, die das trotzdem als platonisch definieren. Also das kommt immer drauf an. Aber das kommt drauf an, ob du sagst, es ist für dich das Gleiche oder du würdest familiäre oder platonische Anziehung eher unterscheiden. So, jetzt aber, das wollte ich nur kurz sagen. Finde ich spannend, weil ich tatsächlich mit meiner Familie auch, also je nachdem, auch sporadischeren Kontakt habe. Also ich habe jetzt mehr Kontakt zum Beispiel mit meiner Mama, als kurz nachdem ich ausgezogen bin. Da war wirklich... Ich glaube, ich hatte einfach einen Kontakt-Overkill aus den Jahren davor und meine Mutter musste sich dann alle paar Wochen mal melden. Und dann hat man halt geschrieben oder gesprochen. Inzwischen melde ich mich wieder mehr von selbst, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich familiäre Anziehung verwende oder nicht. Oder ob das auch platonisch ist. Ich glaube, also in dem Fall, was weiß ich. Und ich glaube schon, also Neurodivergenz kann das sicher auch eine Rolle spielen. Tut's für mich sicher auch an irgendeinem Punkt, also an der Intersektion. Aber es ist immer schwer, also ich finde, es ist immer schwer zu sagen, wie das bei einer anderen Person sein könnte, so. Ich denke, es ist vielleicht auch wirklich dann Fragen, die natürlich noch gestellt werden können, aber am Ende muss die Person, das dann auch selber einordnen, denke ich. Aber natürlich Fragen, die du stellen kannst, sind nach Squishes, nach Anziehung, ob du das erlebst, wie oft du das erlebst, wie du auch Normen oder Bilder von Freundinnenschaften auch siehst und so. Also das sind vielleicht nur so zum Gedankenanstoß und zur Überlegung. Und ob du es anders haben willst oder was vielleicht deine Motivation ist, Freundinnenschaften dann doch zu pflegen oder auch nicht. Ja, genau. Also das sind vielleicht Fragen, die du dir so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen kannst.
Ich würde vorschlagen, da es scheinbar jetzt nichts weiter zu der Frage gibt und ich auch nichts mehr zu sagen hätte, dass wir vielleicht noch speziell uns mal, weil es geht ja aufs Ende zu, die Fragen raussuchen, die wir im Vorfeld gestellt haben, gestellt bekommen haben. Und da wäre zum Beispiel noch die Frage, wo haben wir das Gefühl, dass Apple-Spec-Identität noch nicht vollständig genügend in der A-Spec-Aro-Community angekommen sind? Ja, immer wenn ich das Gefühl habe, dass, was jetzt, wie gesagt, es ist voll legitim, über platonische Anziehung und Squishes zu sprechen. Absolut. Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht legitim ist. Aber immer dann, wenn ich das Gefühl habe, dass quasi Freundinnenschaften und oder eine bestimmte Art von Freundinnenschaften und auch platonische Anziehung oder Squishes den Platz einnehmen, den in breitere Gesellschaft romantisch-sexuelle Beziehungen und Crushes haben. So. Oder wenn spätestens dann, wenn irgendwo der Satz fällt, ja, Aros, Aces lieben ihre FreundInnen oder solche Dinge. Oder wir haben dafür Squishes, platonische Anziehung. So. Ja, das sind, glaube ich, auch die Situationen, die ich nennen würde, wo ich das am ehesten merke. Voll, oder wenn irgendwie über Aplatonik gesprochen wird und ich denke, und das ist auch überhaupt kein Vorwurf oder so, das ist einfach auch schwierig und wir brauchen immer eine Weile, bis Gespräche breiter geführt werden. Aber immer dann, wenn über Aplatonik gesprochen wird und dann einfach auch klar ist, und einerseits machen wir natürlich solche Veranstaltungen wie heute genau dafür, dass Fragen gestellt werden können. Und dann bin ich auch sehr froh, wenn Fragen kommen. Aber wir lesen das ja auch zum Beispiel hier auf A-Spec German im Channel immer wieder, wenn über Aplatonik gesprochen wird und dann eigentlich, also ich habe manchmal das Gefühl, es sind dann immer dieselben Themen, wie, ja, keine Ahnung, und dieses Gefühl, dass wir noch nicht in diesem Reflektieren angekommen sind von platonischen Beziehungen, von platonischen Kontakten, von was sind die Normen dazu, was sehen wir da. Da habe ich das Gefühl, da sind wir noch nicht so weit insgesamt in A-Spec-Communities. Ja. Nee, das habe ich auch nicht. Das ist irgendwie, Aplatonik ist irgendwas gefühlt, was am Rande höchstens mal mitschwingt und oft auch vergessen wird in A-Spec-Communities. Absolut. So kommt es mir jedenfalls vor. Ja, denke ich auch. Charles, hast du noch was? Nee. Aber es gab eine Antwort im Chat. Ja, voll zu vor. Dem. Genau, dort wurde von Sabo geschrieben, aus meiner alloplatonischen ADHD-Erfahrung. Mir fällt es auch sehr schwer, Freundschaften zu pflegen und ich schreibe definitiv auch auf die To-Do-Liste, welche Leute ich mal wieder kontaktieren könnte. Gleichzeitig hilft die platonische Anziehung aber dabei, also zum Beispiel, wenn ich einen Squish habe, durchbricht das den Out-of-Sight, Out-of-Mind-Effekt und sowas. Also Out-of-Sight, Out-of-Mind ist Englisch und bedeutet aus dem Sicht, aus dem Blick, aus dem, wie, was heißt denn auf Deutsch? Aus den Augen, aus dem Sinn. Ja, da gibt es ein Deutsch. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn ist das deutsche Äquivalent. Danke. Genau. Ich denke, es ist schwer, das komplett auseinander zu dividieren und ist von Person zu Person unterschiedlich. Voll. Absolut. Das ist als Antwort, glaube ich, auch. Zur Community, ja, also ich bin weniger auf A-Spec German unterwegs als ihr, deswegen finde ich da irgendwie eure Einblicke relativ interessant und was ihr dazu sagen habt und zu berichten habt, interessant. Generell stimme ich auch zu und da würde ich mich jetzt gar nicht mal rausnehmen, dass ich auf einem relativ
oberflächlichen Level bin, vielleicht auch, weil der Austausch generell noch nicht so viel stattfindet oder in einem größeren Pool stattfindet quasi. Ja, ich glaube, wir machen da schon einen ganz guten Anfang und ich fühle mich auch auf jeden Fall gut aufgehoben mit euch in solchen Gesprächen. Aber klar, ich habe ja auch schon gesagt, dass es für mich da auch noch viel zu ergründen gibt und dass es, glaube ich, dass auch noch Worte fehlen, die was Platonik und platonische Beziehungen und platonische Anziehung angeht oder platonische Bindung, die vielleicht erst überhaupt auch noch entstehen müssen, weil ich die zumindest noch nicht habe für mich selber. Absolut. Ich glaube auch, also auch über Aspect German hinaus jetzt, es ist in breiteren Aspect Communities oder zumindest in denen, die ich kenne, ja auch so. Also wenn Aplatonik denn überhaupt bekannt ist, so. Das ist ja noch nicht mal, also oft noch nicht mal der Fall. Und ja. Ich denke, es wird einfach auch noch eine Weile dauern, bis wir über das erklären und Fragen beantworten, was ja auch wichtig ist, weil es ist die Grundlage, auch wirklich dann dorthin kommen, wo wir sagen, ja, wir können jetzt oder wir reflektieren jetzt platonische Beziehungen, wir reflektieren das aplatonische Spektrum, wir können uns über Normen zu platonischen Beziehungen, Freundinnenschaften, anderen platonischen Kontakten, Bekanntschaften unterhalten. Wir können auch darüber reden dann, also da geht es ja auch noch weiter, wie das alloplatonische Spektrum unterschiedlich ist, so wie eben auch ein alloromantisches und allosexuelles Spektrum unterschiedlich ist. Genau. Und ich denke, da werden wir irgendwann mal hinkommen mit der Zeit, aber jetzt sind wir noch nicht dort und dementsprechend merke ich auch, also ich, klar, sind wir auch bei Aromantik und Alloromantik und Asexualität und Allosexualität noch nicht immer dort oder noch immer nicht immer ganz dort, aber ich habe schon noch mal das Gefühl, dass Aplatonik da auch noch ein bisschen weiter hinten ist, unter Anführungszeichen. Absolut. Voll. Ich glaube auch gerade, wo es mir auch eingefallen ist, ist bei Bezeichnungen, wie wir Beziehungen bezeichnen, weil, also, ja. Ja. Ich meine, es gibt ja auch den queer-platonischen Squish, der ja schon auch vielleicht eher öfter mit romantischer Beziehungen so als irgendwie vergleichbar, aber eben aromantisch oder wie auch immer gelebt benutzt wird. Aber so gibt es ja auch queer-platonisch, kann ja auch tatsächlich eher platonisch angelehnt sein oder ja auch komplett losgelöst von beidem. Und so gibt es da, glaube ich, sogar da ja auch noch ganz viele Nuancen. Und so wie ich mit dem Wort Freund, Freundin oder Freundinnenschaft, ja, das ganz oft einfach nicht als passendes Wort empfinde, um meine sozialen Kontakte zu beschreiben. Egal, ob sehr eng oder eher lose, glaube ich, dass da ja einfach noch viel, viel, viel passiert in den nächsten Jahren. Absolut. Das ist auch, also wie gesagt, ich habe es vorher schon gesagt, ich löse das Problem mit dem Wort Freundinnenschaften, indem ich momentan alles als Freundinnenschaften bezeichne. Egal, was es jetzt ist, wenn es ein intentionaler Kontakt ist, ist es eine Freundinnenschaft. So. Mhm. Aber ich merke auch oder ich habe auch gemerkt in der Vergangenheit, dass es einfach Freundinnenschaften dadurch, dass sie so total unterschiedlich sein können, aber wir da oft gesellschaftlich dann doch wieder über eine bestimmte Art von Freundinnenschaften reden oder vielleicht zwei, mir einfach eine Zeit lang oder auch immer noch eigentlich, ich verwende jetzt halt einfach das Wort Freundinnenschaften trotzdem dafür, Worte für bestimmte Formen von platonischen Beziehungen einfach fehlen oder für bestimmte Formen von Freundinnenschaften so. Ja, absolut. Für mich, also voll, ich kann es auch voll gut verstehen. Es ist jedes Mal, ich kann dieses Wort, also wenn ich eine Person damit beschreiben muss, dann sträubt sich in mir immer sehr, sehr viel. Es gibt nur so einen ganz schmalen Grad für Personen, die das zutrifft. Und dann würde ich sogar sagen, dass es nicht mal wirklich viel aussagt, wenn ich sage, jetzt eine Freundin oder ein Freund von mir oder eine freundliche Person von mir, dann sagt es wirklich sehr wenig aus, aber das ist ein sehr, ja, wie gesagt,
nur ein kleines Feld für Menschen, die da reinfallen. Und darüber hinaus, es sträubt sich immer in mir, dieses Wort zu benutzen. Es ist irgendwie, ja, kann ich damit einfach nichts anfangen. Entschuldigung. Wir wurden gerade wieder gefragt, beziehungsweise ich glaube, ich habe das so ein bisschen schwierig ausgedrückt, aber es wurde gefragt, das heißt aber, ihr unterscheidet nicht in Freunde und Bekannte, sondern alles sind Freunde. Das trifft auf mich zu. Also ich mache das, weil ich gemerkt habe, dass mir wirklich dieses Konzept, dass ich mit diesem Konzept von Freundinnenschaften mir ganz schwer tue. Und auch mit diesem Konzept von, was sind Freundinnen, was sind Bekannte. Und mir da trotzdem immer diese Worte gefehlt haben. Und ich habe früher den Begriff Freundinnenschaft sehr eng verwendet. Und jetzt verwende ich ihn einfach für alles. Das trifft aber jetzt nicht auf alle Leute hier zu, glaube ich. Aber ich mache das so, ja. Ja, wollte ich gerade sagen, bei mir trifft es nicht zu. Ich würde sogar eher erstmal von Bekannten sprechen, grundsätzlich. Auch wenn ich die schon mehrfach getroffen habe. Ich bezeichne Menschen erst als FreundInnen, wenn die angefangen haben zu sagen, wir sind befreundet. Normalerweise ist es ganz, ganz selten, dass ich mal von mir aus komme und sage, ich denke, wir sind jetzt befreundet. Das war, ich glaube, Finn, wir hatten uns mal darüber mal irgendwann unterhalten, dass ich das mal tatsächlich gesagt habe, ich denke, wir sind, dass wir jetzt befreundet sind, aber wir arbeiten ja jetzt auch schon so lange zusammen, dass ich das eigentlich wirklich schon so sehe. Genau, aber im Allgemeinen, wenn eine Person sagt, wir sind befreundet und ich jetzt nicht sehe, was dagegen spricht, dann würde ich das bejahen. Ich habe mit dem Wort Freundinnschaft an sich kein Problem und ich habe auch kein Problem, Menschen als befreundet zu beschreiben, wenn ich jetzt nichts irgendwie mich an der Person stört. Und das ist äußerst selten der Fall, dass es Menschen gibt, die ich, mit denen ich irgendwie nicht kann. Kommt vor. Die würde ich dann definitiv nicht als befreundet beschreiben, aber es ist halt selten. Mhm. Ja, für mich ist halt Freundinnenschaft entweder zu viel oder zu wenig gesagt, weil die Person, mit denen ich eine soziale Bindung habe oder eine platonische soziale Bindung habe, da habe ich einfach das Gefühl, dass wenn ich einfach sage, ja, das ist eine Freundin von mir, dass es das so gar nicht ausdrückt, wie ich für die route, also wie ich halt so den Erfolg von denen oder den, also ganz subjektiven Erfolg oder den Wohlbefinden oder den ihre Glückserleben oder auch den ihre Treusachen, Sachen, die dich traurig machen, wie ich da eben selber, also nicht selber von tangiert bin, aber wie wichtig mir eben ist, dass es den Menschen gut geht. Also da fühle ich einfach, dass es das für mich halt das einfach nicht ausdrückt und dass es dann einfach zu wenig gesagt ist und dass die Leute für mich da drüber sind oder für, also einfach halt das Wort Freundinnenschaft ist für mich nicht mehr umfasst, dass es übernormativ für mich wichtig ist, dass diese Person, dass denen gut geht. Und ich meine, Freundschaft oder Freundin, Freund ist für mich einfach nur dieses normatives Konstrukt, oder was ich dann irgendwie denke, das geht hinaus, oder sonst ist halt für mich irgendwie zu viel gesagt, wo ich mir dann denke, ja, jetzt dann, ich bin aber mit den Leuten, ich fühle mit den Leuten keine Freundinnenschaft. Das ist für mich Bekannte oder Leute, die ich halt kenne. Und dann benutze ich eigentlich sehr immer, ich beschreibe das dann immer. Und es kann sehr umständlich sein. Deswegen benutze ich dieses Wort Freundinnenschaft oder Freundin, Freund, nur wenn es mir gerade einfach egal ist, mit wem ich rede. Aber das ist selten der Fall, deswegen sage ich dann einfach, mir sehr nahestehende Personen, mit denen ich eine enge platonische Beziehung führe oder Menschen, die ich kenne oder eine Person, die ich kenne oder eine Person, die ich manchmal sehe. Also das beschreibe ich dann einfach, weil ich das andere nicht erfüllt oder zu übererfüllt finde für mich. Genau. Das ist für mich die Begriffe, aber macht es vielleicht auch unnötig kompliziert. Okay, jetzt sind wir ja eigentlich schon an die 2 Stunden ran. Unnötig kompliziert, wenn es für dich passt. Ja, ich glaube, Menschen würde es gar nicht so interessieren, was genau ich für eine Beziehung zu den Leuten habe. Ja. Es kommt auch, glaube ich, erstaunlich wenig vor, dass das jetzt wirklich gefragt wird, deswegen. Ich gehe einfach davon aus, dass ich mit der Person einfach einen engeren Kontakt habe.
Und es ist für mich, wenn es irgendwie passt, wir irgendwie eine gemeinsame Linie haben, dass man sich dann wieder trifft. Wenn zum Beispiel, wie gesagt, ich bleibe immer gern bei Pen and Paper, wenn wir einfach beide gern Pen and Paper spielen und das irgendwie gut passt, dann darüber einfach irgendwie der Kontakt besteht. Und wenn die Person dann eben sagt, jo, wir sind befreundet, ja, dann passt das. Ich wollte nur darauf hinweisen, wir haben jetzt so an die 2 Stunden ran. Wollen wir vielleicht noch zu unserer Abschlussfrage kommen? Und nochmal vielleicht Melles Bild angucken, wie weit wir gekommen sind? Gleich. Ja? Cool. Oh, da kommt noch eine Frage, sehe ich gerade. Ja, und dann können wir nochmal das Bild anschauen und dann, ja. Und dann den Abschluss. Okay, gut, klingt am Plan. Dann lese ich mal vor. Wie groß mag der schlafende Riese sein, also Menschen, die apatonisch sind und nichts von ihrem Glück wissen? Kein Plan. Ja, würde ich auch sagen. Wird es sicher geben, aber wie viele, frag mich nicht. Ja, also ich habe, glaube ich, bisher bei Aplatonik direkt vielleicht mit so, also Menschen, die nicht in der Aceback-Community sind, vielleicht mit so 5 Menschen geredet und davon haben 2 gesagt, ah ja, platonische Anziehung kenne ich auch nicht. Also insofern, 2 von 5, das sind schon eine gewisse Anzahl Prozenten. Ich glaube. Das finde ich aber krass. Also es sieht bei mir so ein bisschen anders aus, wenn ich ja über Konzepte von Freundinnenschaften rede oder so. Habe ich jetzt, ich weiß auch nicht, ich habe das nicht gezählt, aber 2 von 5 fühlt sich nach viel an für mich. Sicher mehr als bei mir. Ich habe da bisher auch nicht drüber gesprochen. Deswegen kann ich das in der Hinsicht nicht wissen, weil wie gesagt, außerhalb von Aceback-Kreisen habe ich es bisher kaum erwähnt, weil ich es halt nicht für notwendig erachte. Ja, kann ich wirklich nicht sagen. Aber ich denke, das wird mehr Menschen betreffen. Ich diskutiere super gerne mit Leuten über meine Sicht von Freundinnenschaften und Normen dazu und Konzepte dazu. Also ich rede da schon auf die eine Art oder andere Art und Weise öfters drüber, aber ich bin noch nicht so vielen Leuten begegnet, die da gesagt haben, das können sie, oder wo ich das Gefühl hatte, dass das dann auch so empfunden wird oder ähnlich. Ja. Ja. Also ich komme immer in diese Situation, weil ich erzähle, dass ich auch einen Podcast mache und dann fragen mich Leute, ah, um was geht's denn? Und dann sage ich immer ums Aceback und dann zähle ich eben auf und dann kommt auch Aplatonik. Und irgendwie kommen dazu dann oft auch Fragen zu Aplatonik. Ja. Oder besser gesagt, ja, das ist oft in den 5 Mal kam dann tatsächlich auch die Rückfrage zu Aplatonik. Und ich glaube ja, dass es schon auch ein interessantes Thema ist, weil ja, auch für alle Menschen ein anderes Thema ist. Und da merke ich auch, dass Interesse auch so in meinem sonstigen Umfeld auch tatsächlich besteht. Ja, und so kam es dann, dass ich mich in Situationen befinde, wo Leute gesagt haben, dass sie das auch nicht empfinden. Wollen wir vielleicht noch kurz darüber reden, was wir uns von der Aceback-Community wünschen, bevor wir da zu einem Schluss kommen? Ja, okay, ich glaube, das klingt nicht falsch. Ja. Weil wir das an sich auch gefragt wurden. Platz für das Thema weiterhin. Ja. Mehr darüber reden, auch einfach zu schauen, dass es wirklich im Diskurs auch ankommt, zumindest erstmal in der Community. Dann können wir auch, also natürlich auch außerhalb davon, aber die Aceback-Community kann was dazu beitragen, wie es in der Community ist. Auch mehr, und ich wünsche mir einfach auch, dass ich mich als Person auf dem Aplatonic auch wohlfühlen kann, in einem Maß, dass halt, wenn über Squishes und platonische Anziehung gesprochen wird, das nicht zum End-All-Be-All wird oder so. beziehungsweise, dass es nicht auf diesen Platz gestellt wird, den sonst romantisch oder den sonst oft romantisch-sexuelle Beziehungen und Crushes romantische sexuelle Anziehung haben. So,
weil wir brauchen dort keinen Ersatz, wir brauchen generell eine Akzeptanz von verschiedenen menschlichen Erfahrungen. So wäre mal meine Behauptung. Hm. Und ja, wir wollen ja auch, dass sich andere Personen noch wohlfühlen können in der Community. Egal, was sie jetzt vielleicht empfinden oder nicht empfinden. So. Mhm. Ja, ich glaube auch so eine, einfach eine weiter, also ich glaube, es passiert eh schon in meinem Empfinden, aber eben auch weiterhin Sensibilisierung für, ja, dass einfach das Aceback auch immer darüber hinaus noch sehr divers ist, also über das hinaus, dass es Aromantik und Asexualität gibt und das Spektrum sind, dass es darüber hinaus einfach auch noch sehr viel diverser ist und dass Menschen da einfach einen Raum bietet, um über Dinge reflektieren zu können oder auch angestoßen werden, zu reflektieren zu können. Und ich glaube, dazu gehört, dass die Aplatonik nicht als Ersatz für Romantik gesehen wird. Weil ich glaube, so dachte ich auch immer, dass ich nicht aplatonisch sein kann, weil ich ja Freundinnenschaften führe, so, weil ich soziale Kontakte habe, so, bevor ich mich da mal richtig mit auseinandergesetzt habe. Und und das würde ich dazu ergänzen. Ja, voll. So ging es mir halt auch. Genau. Also auch, ich würde mir auch einfach mehr wünschen, dass das Thema mehr Gehör findet. Dass, also wenn ich irgendwie Aceback höre, dann höre ich meistens nur Ace, manchmal noch Aro, aber Aplatonik nie. Oder fast nie. Und das ist irgendwie schade und das würde ich mir einfach wünschen, dass das mitgedacht wird, dass einfach bekannt ist, wie ihr schon sagtet, dass es Aceback mehr als Aceback, ne, nur das A, mehr als Ace und Aro ist. Dass eben auch Aplatonik aber auch Ästhetik oder was vergesse ich jetzt gerade? Asensualität. Genau, dazu gehört. Es gibt noch mehr, aber ich sag mal, das sind ja so die häufigsten, von denen wir meistens sprechen. Wir hatten ja gerade die familiäre Anziehung, dementsprechend gibt es auch afamiliäre Leute, die afamiliär sind. Dass aber einfach das im Hinterkopf bleibt, dass das Aceback einfach wirklich groß ist. Wir hatten mir aber irgendwann aus Spaß gesagt, das Aceback, die unendlichen Weiten. genau. Ach, und was ich mir auch noch wünschen würde, wenn wir mal dahin kommen, dass wir auch eben Normen zu Freundinnenschaften hinterfragen. Und wir sind auf dem Aceback ja richtig gut darin, Normen zu hinterfragen und Normativität zu hinterfragen und uns damit auseinanderzusetzen. Und wieso nicht bei Freundinnenschaften und platonischen Beziehungen? Hm. Da brauchen wir das genauso. Weil was problematische Normen sind, sind nicht nur in Bezug auf romantische Beziehungen problematisch, sondern auch in Bezug auf platonische Kontakte oder können problematisch sein, sagen wir so. Und generell sind sie halt einschränkend und Menschen, die ihr Leben unterschiedlich leben wollen oder brauchen auch diese Freiheit. Und ich finde, da haben wir eigentlich schon die richtigen Werkzeuge dazu, Normen und Vorstellungen auch zu dekonstruieren oder auch von ihrem Podest zu stoßen, unter Anführungszeichen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das im Bereich Platonik und platonische Kontakte und Freundinnenschaften genauso machen wie in Bezug auf Romantik oder auf Sexualität. Ja, genau. Dann würde ich sagen, schauen wir uns nochmal das Bild an, wie weit es bis jetzt gekommen ist. Yes, natürlich. Sehr cool, die Charaktere sind so gut wie fertig. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Charaktere fast geschafft, bin irgendwie jetzt bei Aaron auch fast am Ende und dann kommen noch die Details so ein bisschen, also der Ofen mit den Apfelkuchen, die Pflanzen im Hintergrund und den Tisch mit den Utensilien und ja, dann noch Hintergrund, da sollen dann auch noch ein paar Flaggen aufgehangen werden und genau, das Bild
kommt dann, wird dann auf Social Media veröffentlicht und ich weiß nicht, wo genau gepostet, da könnt ihr mir gleich helfen. Und auf jeden Fall ist es von den Auflösungen her so, dass es, ja, ich habe es ultra groß gemacht, also man kann es auch sich als alles Mögliche einstellen, wenn man das möchte. Genau. Als Wallpaper zum Beispiel nutzen, ja. Ja. Mhm. Genau, das geben wir dann auch bekannt, oder Finn? Wo das dann? Ja, natürlich auf sämtlichen Social Medias von uns und ja, also Twitter, genau. Instagram, wahrscheinlich auch auf Aspec German werden wir es teilen. Also, mhm. Ja. Genau, wie die anderen auch. Ihr habt ja immer wieder die Einblendung gesehen von den anderen, wo du dir die Farben genommen hast, die sind natürlich auch verfügbar. Und wenn ihr mal sie irgendwie nicht verfügbar sind, Link abgelaufen ist oder sowas, dann sagt bitte Bescheid. Genau, das war das ja das Erste. Das war, glaube ich, ja genau, Coming Out Day. Das davor war der IAD letztes Jahr. Genau, also Internationaler Tag der Asexualität. Das andere war der Coming Out Day. Und jetzt eben das Bild zum Aplatonic Day. Genau, und du wirst das ja dann im Hintergrund, denke ich mal, dann noch in Ruhe fertigstellen. Genau, also wie lange ich brauche, kann ich noch nicht sagen, aber ich denke mal die nächsten Tage, spätestens nächstes Wochenende. Okay, gut. Naja, wir machen ja jetzt noch die Abschlussfrage. Ein paar Minütchen hast du noch. Vielleicht wird dann Aaron noch fertig und genau. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal ganz frech die Abschlussfrage stellen. Und zwar, was nehmen wir aus dem heutigen Austausch mit? Ihr guckt beide so. Wen frage ich zuerst? Ah, Charles, grinst so schön. Okay, ich habe auf Finn zeigen, aber ich wusste nicht, wie ich das machen kann mit der Kamera. Sorry. Also erstmal, nee, kein Problem. Was ich erstmal nicht jetzt unkommentiert lassen wollte, Melle, das Bild ist extrem schön, ich finde es richtig faszinierend, wie das in diesen 2 Stunden so viel Farbe und so viel Gestalt geworden ist. Und ja, diese, ja, richtig, also richtig beeindruckend, das wollte ich nur nochmal sagen. Danke, danke. Ja, also sehr, ja, bin fasziniert. Okay, was ich so sonst mitnehme, ist, ja, ich glaube einfach, dass ich glaube für mich gespannt bin, was ich weiterhin über mich lernen werde. Ich glaube, das ist so, ja, und dass ich mich freue über den Austausch und ja, dass ich einfach sozusagen gespannt in die Zukunft schaue. Finn, jetzt. Ich finde das Bild auch super toll, muss ich auch sagen, aber ich glaube, was mich gerade noch beschäftigt und was ich mir mitnehme aus der Folge ist, dass wir, also du und ich, Charles, auch wenn wir den Begriff Freundinnenschaften komplett unterschiedlich verwenden, also ich verwende ihn für alles, du verwendest ihn am liebsten für gar nicht, so, dass wir beide, obwohl das so komplett unterschiedlich ist, damit eigentlich sehr gegen die Norm arbeiten, wie der Begriff normalerweise verwendet wird und eigentlich auch das Konzept so ein bisschen zerlegen durch die etwas unorthodoxe oder Begriffsverwendung oder die Vermeidung des Begriffs. Das finde ich gerade sehr spannend. Danke für die Info oder den Insight oder was auch immer. Gefällt mir sehr. Ja, das ruft nach einer neuen Podcast-Folge für nächstes Jahr. Okay. Gute Idee. Kriegen wir bestimmt hin. Ja, stimmt. Ich schwimme da mehr mit dem Strom als ihr beide, weil ich einfach sage, wenn jemand anders sagt, es ist eine Freundinnenschaft, dann ist es eben eine Freundinnenschaft. Ich mache mir da halt keinen Kopf. Okay, aber was ich mir aus der Folge, aus dem Abend mitnehme, erstmal wieder, wie fasziniert ich bin, dass Melle so cool kolorieren kann, das sieht einfach toll aus. Und ja, also wie viel man darüber eigentlich sprechen kann, das nehme ich mir, glaube ich, jedes Mal mit, weil ich früher dachte, Aplatonik, ach, das, da, ja, keine Ahnung, kann man nicht viel zu sagen, doch kann man und wir sind nicht mal fertig geworden, wir hätten noch mehr gehabt.
Und ich nehme auch mit, wie viel Spaß mir das eigentlich macht, mit euch beiden darüber zu quasseln. Gerne auch noch mit anderen Menschen. Und ja, gerne wieder. Können wir wieder tun. Ich denke, lässt sich wiederholen. Jo. Ja. Jetzt wollt ihr, dass ich das abschließe. Charles schaut so erwartungsvoll. Okay. Also erstmal vielen Dank an alle, die hier zugehört haben, für alle Fragen und Rückfragen und so weiter. Und danke Melle für das tolle Bild und Kolorieren. Ihr könnt übrigens Melle und Bilder von Melle auch auf Instagram finden unter Melles Artwork. Genau. Das schicke ich euch hier auch direkt nochmal rein. Gerne aufmachen, folgen, keine Ahnung. Melle malt super cool, wie ihr gesehen habt. Lohnt sich. Wird vielleicht auch irgendwann mal wieder einen Stream mit Melle geben, wer weiß. Vielleicht kurzer Tipp zwischen ja. Die anderen beiden Malstreams. Könnt ihr auf YouTube noch nachschauen, auf unserem YouTube-Account. Entschuldigung, musste rein. Genau. Und dann stellt sich die Frage, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch über Social Media, über sonst wo gerne stellen und wir beantworten die dann. Oder wenn ihr das Bild sucht, diesen Stream findet ihr nachher noch auf Twitch und in ein paar Tagen dann vermutlich auch auf YouTube. Genau, und wo könnt ihr uns jetzt erreichen? Wo findet ihr das Bild? Wo könnt ihr uns schreiben? Feedback geben, sonst etwas. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter inspektren-podcast, auf Facebook, Twitter, Mastodon und wir haben auch einen YouTube-Channel und einen Twitch-Kanal, wie ihr jetzt hoffentlich wisst nach dem Stream. Aber ihr findet uns auch auf dem Aspect German Discord-Server, dort haben wir einen Kanal, in den ihr schreiben könnt und sind manchmal auch im Voice-Chat oder machen Events wie heute. Oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an inspektren@gmx.net. Und das war heute etwas durcheinander, aber damit sage ich dann auch tschüss. 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 Tschüss.